was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das fast mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das fast mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Jetzt wollen wir schaffen, 7 Tage lang. Jetzt wollen wir schaffen, kommt was an. Jetzt wollen wir schaffen, 7 Tage lang. Jetzt wollen wir schaffen, kommt was an. Ja, hallo, hier wieder aus dem verträumten Osthessen zu Mozart auf Deutsch, demzufolge fast 50 oder so. Ah, nicht ganz. Herzlich willkommen. Ich freue mich heute, euch zwei relativ lange, aber unglaublich aussagekräftige Interviews vorstellen zu können. Das eine habe ich die Ehre gehabt mit dem früheren Staatsratsvorsitzenden der DDR, Egon Krenz, zu führen, im 35. Jahr nach der sogenannten Wende, die sich ja für manche als Raubritterei herausgestellt hat, sowohl für Raubritter als auch für Raubgeritterte. Und dann habe ich den Carsten Montag, der über Waffen und neuere Entwicklungen bei den ganzen Waffenexporten und Entwicklungen sprechen wird. Und wir haben ganz am Anfang einen ganz besonderen Gast, nämlich Klaus Weselski von der Gewerkschaft der Lokführer. Dazu ist zu sagen, dass wir ja in der Bundesrepublik eine lange Geschichte haben, ich glaube nicht nur in der Bundesrepublik, von Menschen, die erst Buhmänner der Nation waren und dann nach geraumer Zeit, nach Durchhaltevermögen, nach schweren Niederlagen und dann doch einigen Siegen zu den Helden der Nation wurden. Das bleibt euch allen selbst überlassen, aber bedenkt bei allem immer, auch wenn ihr an Julian Assange denkt, der jetzt ein bisschen Hoffnung wittern und auch atmen kann, nachdem das Gericht zunächst mal seine Auslieferung verhindert hat. Denkt also bei Julian Assange daran, der Mann sitzt 4 Jahre ohne einen Prozess, ohne rechtskräftig verurteilt zu sein, in Untersuchungshaft, wird im Grunde genommen gefoltert in Einzelhaft und es geht ihm gesundheitlich sehr schlecht. Wir haben ja auch einen Song dazu gemacht. Vielleicht ist er mal ein Freiheitskämpfer wie andere, die steckbrieflich gesucht waren. Nelson Mandela, mit dem ich die Ehre hatte, Ende der 80er, kurz nach seinem Verlassen des Gefängnisses in Südafrika, zusammengetroffen zu sein und ihn dann zu Willy Brandt gebracht zu haben, wo Künstler für den Frieden auch auf ihn gewartet haben im Beisein von Willy Brandt. Der Mann war als Terrorist verfolgt. Er war Mitglied der Kommunistischen Partei und er wurde ein Beispiel an Vergebung auch gegenüber Mitgliedern des Apartheidsregimes in Südafrika und hat die Nation zusammengeführt. Aus einem Buhmann wurde ein Held. Denkt immer dran, wir haben es auch mit einem Apartheidsregime gelinde gesagt, in Israel zu tun. Und deswegen ist es ja Südafrika, die Klage vor dem Internationalen
Gerichtshof gegen Israel führt, wegen Apartheid und auch wegen Völkermord. Und da gibt es auch Menschen, die wir vielleicht namentlich gar nicht kennen, die jetzt steckbrieflich gesucht werden von der Regierung Netanjahu und die irgendwann als die bekannt werden und in den Geschichtsbüchern stehen, die Frieden und Versöhnung gebracht haben. So gibt es einige große Beispiele. Und dann will ich so zwei kleine Anmerkungen machen. Das soll jetzt keine Allegorie sein und keine Gleichsetzung. Egon Krenz war für mich lange ein Buhmann, für viele von euch lange ein Buhmann. Und irgendwann schrieb dann der Chefredakteur und Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wir verdanken Egon Krenz, dass während der sogenannten friedlichen Revolution kein Schuss fiel und die Waffen im Schrank gelassen wurden. Ist deswegen noch kein Held der Nation, aber ein interessanter Gesprächspartner gleich. Oder denkt auch an Klaus Weselski. Jetzt hat er gewonnen. Jetzt kommen einige etwas weniger, sagen wir mal, mutige oder vielleicht organisierte Gewerkschaften und gehen in seinen Windschatten und wollen in etwa das, was die GDL auch bei der Bahn erkämpft hat. Und der Riesenvorteil dabei ist ja, dass jetzt endlich ein Schlaglicht darauf fällt, dass die Bahn mindestens mal 170 Milliarden braucht, die wir sinnloserweise für die amerikanischen Pläne in der Ukraine verpulvern, wo ja ein Teil des Geländes und der Äcker und der Wiesen und der Wälder und der seltenen Erden schon von US-Kapitalisten wie dem Sohn von Präsident Biden oder Bill Gates gehören und dafür werden dann die Menschen verheizt. Das sind immer wirtschaftliche Interessen. Es gab bei den Hollywood-Filmen The President's Men. Und der Kernsatz in diesem Hollywood-Film war Follow the Money. Also wenn du über Geschichte nachdenkst, guck immer, wo die Spur des Geldes verläuft. Also wir brauchen, um wieder zurückzukommen, wenn wir das Klima retten wollen, wenn wir pünktlich ankommen wollen, wenn wir eine Bahn haben wollen, die preiswert ist, 170 Milliarden auf der Schiene. Und das ist auch mit dem Streik von der GDL unter der Leitung von Klaus Weselski jetzt wieder in die Öffentlichkeit gelangt. Und ja, ich habe mit Klaus gesprochen und habe ihm auch geraten, mal irgendwann im Laufe des Jahres ein Dankefest für die Geduld der Fahrgäste zu machen und zu zeigen, dass er nicht nur ein knallharter Verhandler ist, sondern auch feiern kann. Und vielleicht treten da auch dann ein paar Menschen, die aus dem Halse singen, sogenannte Liedermacher auf oder auch Kabarettisten oder andere Musiker, die dann eben mit auch für die GDL auftreten und zu zeigen, ja, das hat sich gelohnt, der Kampf. Und jetzt so langsam werden die Kommentare auch wieder etwas besser. Sogar Verkehrsminister Wissing, Klammer auf FDP, Klammer zu, hatte sich nicht nehmen lassen, naja, etwas kritisch, aber doch auch teilweise sogar fast lobend über die GDL zu sprechen. Gleichzeitig wollen sie natürlich das Streikrecht eindämmen und einschränken, damit um Gottes Willen nicht andere dem Beispiel der GDL folgen. Ich kann nur sagen, weiter so, kämpft weiter, lasst euch das Streikrecht nicht nehmen, macht weiter gegen die Arbeitgeberfront. Und deswegen fangen wir jetzt gleich, bevor wir dann zu Egon Krenz kommen und bevor wir dann zu Carsten Montag kommen, mit einem Statement an, dass mir mein, ich kann das ja fast sagen, freundschaftlich verbundener Kollege Klaus Weselski geschickt hat. Wir waren ja, glaube ich, die erste Sendung oder mit die erste, die ihm viel Erfolg ganz am Anfang vor vielen Monaten gewünscht hat, haben. Und jetzt kommt Klaus Weselski. Lieber Dieter, zuerst einmal möchte ich mich im Namen der GDL recht herzlich für deine, eure Solidarität bedanken. Wie ihr wisst, war die Auseinandersetzung mit der DB AG lang, hart, aber am Ende erfolgreich. Erfolgreich deshalb, weil wir gemeinsam tatsächlich Solidarität nicht nur erlebt haben, sondern leben.
Unsere Mitglieder sind einzigartig. Sie wissen ganz genau, wofür sie stehen, wofür sie kämpfen, wofür sie sich auch in der Öffentlichkeit beschimpfen lassen. Nämlich Ziele, die sie selbst definiert haben, die ihre Gewerkschaft umgesetzt hat und die dann sie gemeinsam mit ihrer Gewerkschaft erkämpfen. Von daher sage ich, die Tarifrunde war zwar lang, aber es hat sich unglaublich gelohnt. Alle Menschen in diesem Land wissen, dass wir etwas nachzuholen haben, was uns alle überkommen hat. In der Vergangenheit eine Inflation, wie wir sie so noch nicht erlebt haben. Und deshalb haben wir auch eine hohe Solidarisierung untereinander, als wir die Forderung gestellt haben. Und jetzt 420 Euro für jeden auf die Tabelle zahlen, das ist etwas, wo ich sage, innerhalb der GDL gelebte Solidarität. Wir haben dadurch Einkommenserhöhungen bei denjenigen, die weniger verdienen, bis zu 18%. Und bei denjenigen, die schon gut verdienen, sind es trotzdem noch 10%. Und das ist eine Bandbreite, die aufzeigt, dass auch diejenigen, die höhere Einkommen haben, ein Stück weit einen großen Schritt machen, aber eben nicht ganz so groß wie diejenigen mit kleinen Einkommen. Wir sind sehr zufrieden, dass es uns gelungen ist, in unserer Arbeitszeittreppe zwar erst 26 beginnen, aber dann trotz alledem in guten Schritten zweimal eine Stunde und dann zweimal eine halbe Stunde insgesamt 3 Stunden Wochenarbeitszeit abzusenken. 3 Stunden Wochenarbeitszeit sind umgerechnet, wenn man es in Prozenten ausdrückt, dann von 35 Stunden aus betrachtet, 3 mal 2,8, also insgesamt 8,4% höherwertige Berufe im gesamten Eisenbahnsystem. Denn die Absenkung der Wochenarbeitszeit erfolgt bei gleichzeitigem Lohnbeibehalten. Wir senken also nicht die Einkommen ab, wenn wir die Arbeitszeit absenken, und das erhöht den Wert unserer Arbeiter. Damit sind alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahnerberufe ein ganzes Stück weit um diese 8,4% werthaltiger geworden. Dass wir dann einen Arbeitszeitkorridor von 35 bis 40 zulassen, ist mehr als recht, denn die Menschen entscheiden selbst, wie viel sie an Arbeit leisten wollen und wie viel sie am Ende des Tages dann tatsächlich dafür auch Entgelt bekommen. Schaut man sich einen Korridor von insgesamt 5 Stunden an und bemisst man das an den 2,8%, dann sind wir an dem Punkt angelandet, wo jeder entscheiden kann, durch mehr Arbeit einen aufgewerteten Eisenbahnerberuf zum Schluss auch ein ganzes Stück mehr Geld zu verdienen, wo wir klar und deutlich zum Ausdruck bringen, dass das, was die Menschen dann an Mehrleistung erwirtschaften, nicht nur der Arbeitgeberseite, sondern ihnen selbst zukommt. Denn die Wertigkeit der Arbeit ist dadurch erhöht und man kann also bis zu 14% mehr verdienen, indem man selbst seine Arbeitskraft anbietet und mehr Wochenstunden hier dem Arbeitgeber anbietet. Das ist eine tolle Sache. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben noch eine ganze Reihe anderer Elemente in unserem Tarifvertrag umgesetzt, zum Beispiel die 5-Tage-Woche, also jetzt nur noch Schichtzyklen von maximal 120 Stunden. Und am Ende des Tages folgt dann auch eine 48 Stunden Ruhe. Das sind immer noch nie wie andere Menschen im Normaldienst von Freitagnachmittag bis Montag früh. Aber es ist ein großer Schritt nach vorn, denn bisher hatten wir 144 zu 36 als die Regel im Eisenbahnsystem. All diese Schritte haben dazu gedient und werden dazu dienen, in der Zukunft unsere Berufe attraktiver zu machen und das Arbeiten im Schichtsystem für junge Menschen wieder erstrebenswert. Deshalb sind wir mehr als zufrieden, danken an der Stelle nochmal für eure Solidarität, wünschen euch alles Gute und sehen für die Eisenbahn, für das Eisenbahnsystem eine bessere Zukunft als noch vor kurzer Zeit. Danke an alle. Tschüss. Willkommen bei Nachschlag, der neuen unheiligen Allianz der freien Medien. Ich begrüße meine Kollegen Ivan Sufisiewicz. Guten Tag. Und Dieter Demk. Hallo. Diese Truppe betreibt nichts anderes als Nachschlag.express. Wir müssen hier ganz ehrlich sein.
die mehr zusammenkommen und nicht jeder einzeln. Ich habe die Faxen langsam dick, ja. Das kann man mir einfach nicht erzählen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ja, herzlichen Dank an Klaus Weselski. Und das habe ich auch dem Paul Brandenburg und dem Kevan gesagt bei unserer letzten Nachschlagsendung. Lasst den Kopf nicht hängen, wenn eure Konten gesperrt werden, wenn ihr drangsaliert werdet und beide werden es. Weiß auch ein bisschen, von was ich da rede. Schaut euch den Klaus Weselski an, der musste seine Familie während des Streiks in einem Hotel unterbringen, weil irgendeine vorwitzige Zeitung die Adresse, seine Privatadresse, verbellt hatte und die da ihres Lebens nicht mehr sicher waren. Und jetzt hat er mehr für die Bahn getan und für die Schiene als die letzten 5 Verkehrsminister zusammengenommen. Denn damit, dass dieser Beruf jetzt so ordentlich bezahlt wird, ist er auch attraktiver. Da muss man nicht Billiglöhner versuchen, im Ausland anzuwerben, sondern es geht darum, dass Menschen dann auch wieder ihren Kinderwunsch wahrmachen. Ich möchte Lokomotivführer werden oder wie Jim Knopf auf einer Eisenbahn gehen. Und ich meine den ungegenderten Jim Knopf. Also, das ist ein Beispiel, an dem man sich ein bisschen aufrichten kann. Und das sollten wir. Wir haben viele Beispiele, wo alles schief läuft und alles scheiße, deine Emma. Wir haben viel Grund, frustriert zu sein. Aber wir haben auch manchmal einen Grund zu sagen, da hat jemand gestanden, ist stehen geblieben und hat am Ende doch nach einigen Niederschlägen dann wieder gewonnen. So wie manchmal Muhammad Ali im Boxring. Und so einer, der im Knast gesessen hat für seine DDR-Führung und dass er die Frechheit hatte, nach der sogenannten Wende vor 35 Jahren, 1989, nicht zum Wendehals geworden zu sein. Einer, der dann in der FAZ gelobt wurde, in einigen wenigen anderen Zeitungen, dass er doch ein aufrechter Demokrat sei. Das hat Frank Schirmacher damals in der FAZ ja geschrieben. Das ist eben, wie gesagt, Egon, mit dem ich lange jetzt befreundet bin. Wir waren früher nicht so befreundet. Unsere Meinung ist nach der Wende voneinander und zueinander gewachsen. Er hat ein großartiges Buch geschrieben, hat einige Bücher, übrigens auch Spiegel-Bestseller, geschrieben. Und jetzt freue ich mich auf das vorproduzierte Gespräch mit Egon Krenz. Ja, hallo Egon Krenz. Ich darf mit Stolz von mir behaupten, dass du mich mit meinem Freund begrüßt. Und wir kennen uns ja auch schon lange. Vielleicht kannst du noch mal aus deiner ganz persönlichen Erinnerung sagen, wie du unser erstes Zusammentreffen in Erinnerung hast. Ja, das war in Berlin in der Pistoriusstraße in einem Gästehaus des Zentralrats der FDJ. Und ihr wart damals eine Abordnung Künstler für den Frieden aus der alten Bundesrepublik. Ich habe dort viele Leute kennengelernt, Künstlerinnen und Künstler, und habe dieses Treffen in guter Erinnerung. Und seitdem sind wir ja eigentlich immer im Kontakt gewesen. Ja, waren in Urlaub zusammen und haben einiges auch gemeinsam an Wunden geleckt, wenn ich das mal sagen darf. Was ist jetzt, 35 Jahre nach der sogenannten Wende, der Hauptgrund? Und wenn du jetzt sagen würdest, was wären die 3 besonderen Gründe, dass Leute sich dieses Buch kaufen und möglicherweise auch dann lesen sollten? Naja, da muss ich zuerst sagen, warum ich das Buch geschrieben habe. Es sind ja 3 Bände. Das erste geht von der Kindheit. Das war noch am Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die Jahre 1969, 70, 71. Und das zweite geht bis zum Jahre 1989. Und das dritte wird dann das entscheidende Jahr 1989 sein. Mhm. Also was in diesem
Band steht, das sind ja Schicksalsjahre der DDR. Ich will nur eine Sache rausgreifen. Es fällt ja in diese Zeit der Besuch von Erich Honecker in der Bundesrepublik Deutschland bei Bundeskanzler Kohl. Und das Bemerkenswerte auch im Nachhinein ist, dass sich beide einig waren, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Und man mag über Kohl denken, wie man will, aber für den Frieden, das hat er auch oft in seinen Worten kundgetan, ist er eingetreten. Und mit einer solchen Autorität, wie damals Kohl das mit Honecker zusammen gemacht hat, wünschte ich mir, dass Politiker das heute machen würden. Aber scheinbar haben heute die meisten Politiker, die agieren in Deutschland, das Wort Frieden gewissermaßen als Fremdwort. Man hört es nicht. Man hört jetzt mehr, dass man sich auf einen Krieg vorbereiten muss. Und das ist ja ein Thema, das in meinem Buch von Anfang bis zu Ende durchgehen wird. Ich habe in dem ersten Band geschrieben, dass ich am Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt habe, wie die Nazis ein großes Plakat haben kleben lassen, die Russen als Untermenschen dargestellt und mit einem Messer im Mund und sozusagen als die Gefahr, es würde furchtbar werden. Heute fühle ich mich manchmal an dieses Bild erinnert. Man kann sagen, was man will, der Russe macht alles falsch. Und das kann keine Politik für Deutschland sein. Das ist eine, nach meiner Auffassung, eine Politik, die die nationalen Interessen der Deutschen missachtet. Denn gute Beziehungen zu Russland sind gut für Deutschland, das hat die Geschichte bewiesen. Und davon ist schon der Altkanzler Bismarck, der nun wirklich nicht mein Vorbild ist, aber in dieser Frage ausgegangen auf dem Sterbebett, hat er noch gesagt, seine Enkelin hat das vor einigen Jahren aufgeschrieben, nie, nie, nie gegen Russland. Und das wünschte ich mir für die heutige Zeit auch. Und das ist auch ein Anliegen meines Buches. Ja, ich will dich gleich vorbereiten auf einen Fragenkomplex, der danach kommt, nämlich was du glaubst, wenn es einen neuen Anlauf zu einem neuen Deutschland, anderen Deutschland geben würde, ob das jetzt sozialistisch oder nur antiimperialistisch oder antimonopolistisch wäre, welche Fehler man aus den Erfahrungen der DDR vermeiden sollte. Aber zunächst mal würde ich dich gerne fragen, was, wenn du das mal summieren würdest oder eingrenzen würdest auf drei. Was sind die drei Hauptlügen, mit denen du glaubst, drei Hauptlügen, von denen du glaubst, dass man in Bezug auf die Geschichte der DDR aufräumen müsste? Ja, das erste ist, dass die DDR gleichgesetzt oder verglichen wird mit der Nazi-Diktatur. Die DDR und die Nazi-Diktatur sind wie Feuer und Wasser gegeneinander. Kürzlich hat Altbundespräsident Gauck in einem Interview, in einem Gespräch gesagt, die Ostdeutschen sind halt so, wie sie sind, weil sie haben im Unterschied zu den Westdeutschen nicht nur 12 Jahre, sondern 40 Jahre Diktatur erlebt. Das heißt, er wirft in einen Topf die Nazi-Diktatur, dann die 4 Jahre sowjetische Besatzung, antifaschistisch-demokratische Ordnung und dann später die DDR. Und denke ich oft an ein Wort von Thomas Mann, der mal sinngemäß gesagt hat, dass man Faschismus und Sowjetgesellschaft nicht in einen Topf werfen kann. Wer dies tut, der verharmlost eher den Faschismus. Und das ist auch meine Überzeugung. Und deshalb ist das Zweite, was ich hier sagen möchte, dass der antifaschistische Charakter der DDR wird negiert. Und wie man Geschichte auch frisieren kann, hat mir die kürzliche Bundestagssitzung bewiesen. Da wurde gesprochen von nie wieder. Ja, was nie wieder?
Das nie wieder heißt eigentlich nie wieder Krieg und Faschismus. Das ist der Schwur der Häftlinge von Buchenwald. Mit diesem Schwur bin ich aufgewachsen und diesem Schwur fühle ich mich bis heute verpflichtet. Und deshalb finde ich die Verkürzung darauf nie wieder entleert diese Formel der Häftlinge von Buchenwald. Und ich weiß nicht, warum das gemacht wird. Wird das gemacht, weil der Kriegsminister oder der Verteidigungsminister gesagt hat, dass man sich jetzt auf einen Krieg vorbereiten soll, dass man kriegsbereit sein soll und deshalb diese Tradition nicht mehr haben will? Ich weiß es nicht. Darüber redet ja auch keiner und es sagt ja auch niemand davon etwas darüber. Und die zweite Sache, die mir bei dieser Bundestagssitzung aufgefallen ist und die im Grunde genommen mich ganz persönlich auch bewegt. Die zweite Sache ist, die Bundestagspräsidentin hat über die Befreiung von Auschwitz gesprochen. Ja. Aber wir haben nicht erfahren, wer Auschwitz befreit hat. Ob man das voraussetzen kann, bei der mangelnden Bildung an unseren Schulen und bei der mangelnden politischen Bildung auch der Bevölkerung und der Jugend, das weiß ich nicht. Aber interessant war, dass die Augenzeugin, die befreit worden war, die heute 91-jährige Jüdin, die den Holocaust überlebt hat, dass sie sagt, über sie hat sich ein Sowjetsoldat gebeugt und hat sie befreit. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber warum wird verschwiegen in deutschen Reden, dass es die Sowjetarmee war? Das heißt doch, im Grunde genommen geht es gar nicht mehr darum, was geschichtlich die Sowjetarmee geleistet hat. Es geht einfach darum, dass man einen Russenhass entwickelt und da passen solche Heldentaten nicht dazu. Ich bin sehr betrübt darüber, dass beispielsweise der Tag, an dem vor 80 Jahren die Leningrader Blockade gebrochen worden ist, dass dieser Tag im offiziellen Deutschland keine Rolle gespielt hat. Einige linke Zeitungen haben daran erinnert, aber weder in der Regierung noch zu allen möglichen Jahrestagen meldet sich der Bundespräsident zu Wort. Aber ich habe ihn hier vermisst. Im Gegenteil, ich habe erfahren, ja, durch die Medien, dass er kürzlich in den baltischen Sowjetrepubliken war. 80 Kilometer entfernt von Leningrad. 80 Kilometer entfernt von Leningrad, also damals, heute Petersburg, damals Leningrad. Ich weiß nicht, ob sich die deutschen Politiker mal gefragt haben, was wohl die Russen sagen, wenn heute wieder Panzer mit dem deutschen Kreuz nur so viel, wenige Kilometer entfernt stehen und dass der Leningrader Putin, dessen Familie ja betroffen war, darüber anders denkt als der deutsche Bundespräsident, der damals noch nicht einmal geboren war. Das kann man sich vorstellen, aber in Deutschland dürfte so etwas nicht vergessen werden. Ja, Putins Vater soll wohl seine gestorben erschienene Frau aus einem Leichenberg gezogen haben und dann plötzlich entdeckt haben, dass sie noch atmet in Leningrad. Und ich glaube, dass das schon ein für sein Leben sehr bestimmendes Faktum ist. Unbedingt. Verstehen kann. Redet ja keiner. Darüber redet ja keiner. Es wird ja nur geredet über die, in Anführungsstrichen, Untaten. Ja. Und hier fällt mir wirklich ein Wort eines großen Philosophen. Ich glaube, es war Hegel, der gesagt hat, die Wahrheit ist das Ganze oder das Ganze ist die Wahrheit, hat er gesagt. Und das Ganze wird uns leider verschwiegen. Es wird uns immer nur ein Teil erzählt. So, die dritte Geschichte dann ist, dass man pauschal sagt, die DDR sei ein Unrechtsstaat gewesen. Die DDR hat ein anderes System, das stimmt, aber wir haben immer, also ich besonders, als ich dafür verantwortlich war in den 80er Jahren, wir haben immer vom sozialistischen Rechtsstaat gesprochen. Und ich habe ja ein Buch gemacht zusammen mit dem Rechtsanwalt Wolf, der inzwischen 101 Jahre ist und dort haben wir nachvollzogen, dass eben die DDR ein anderes System hatte und Unrecht, ja, das gab es
natürlich, genauso wie es heute in der Bundesrepublik Unrecht gibt. Aber wo das bekannt wurde, haben wir natürlich, sind wir dagegen eingeschritten, haben wir das korrigiert. Also die DDR pauschal als Unrechtsstaat zu bezeichnen, bedeutet ja auch die Bürger der DDR, sozusagen den Bürgern der DDR zu sagen, ihr habt ein falsches Leben geführt. Und die Folgen, die erkennen wir ja heute, dass viele ehemalige DDR-Bürger sehr unzufrieden sind mit dem Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland. Ja, ich finde das sehr beeindruckend, wenn du das sagst. Und vielleicht noch mal, wenn du jetzt beteiligt wärst, was wir beide wahrscheinlich nicht sein werden, an einem Neuaufbau Deutschlands, und das würde nach unserem Rat gefragt und nach deinem Rat gefragt, welche Fehler der DDR oder der SED-Führung würdest du tunlichst zu vermeiden raten? Ach, weißt du, an dem Gesellschaftsspiel, was wäre wenn, möchte ich mich nicht beteiligen, weil das immer voraussetzt, dass man, wenn es um die Vergangenheit geht, sich genau die Vorstellungen noch macht, wie es gewesen ist. Und ich möchte nicht in die Situation kommen, dass ich aus heutiger Sicht sage, was ich hätte damals anders machen müssen. Ja. Das führt manchmal auch zur Schönfärberei oder weiß ich wie. Mein Lebensziel ist, dass man im Gesamtdeutschland ein ehrliches, aufrechtes, so weit wie möglich objektives Bild über die DDR hat. Das ist im Grunde genommen meine Bitte an die Politiker, das ist meine Bitte an die Historiker, das ist meine Bitte auch vor allem auch an die Medien. Und damit würde ich mich schon begnügen. Was die Zukunft betrifft, denke ich, sollen unsere Kinder, Kindeskinder und Kindeskinder machen. Da möchte ich mich nicht im Detail zu äußern, weil das sowieso ziemlich idealistisch wäre. Ja, ich habe ja damals mit auf deine Vermittlung hin mit Katharina Witt dieses Rockkonzert in Weißensee moderiert. Und dort haben wir schon gespürt, als Katharina so ein bisschen stellvertretend für die DDR-Führung ausgepfiffen wurde. Ich bin dann vorne ans Mikrofon. Man hatte mich vorher ganz gut eingeführt als Autor von Tausendmal berührt, als Autor für Joe Cocker. Und die waren eigentlich mir sehr zugetan. Habe ich gesagt, habt ihr einen Arsch offen? Habe ich zu den 150.000 gesagt, dass ihr hier Katharina Witt auspfeift. Mein Freund Ingolf Lück, der damals Formel 1 moderiert hat, ein Rockmoderator im Westen sehr bekannt, würde etwas drum geben. Der hat mir gesagt, ich wäre gern Klofrau hinter der Bühne dieses Konzerts, nur um Katharina Witt einmal zu sehen. Und dann waren die auch ganz ruhig. Und dann habe ich gesagt, jetzt probieren wir das nochmal. Hier kommt Katharina Witt und jetzt klatscht ihr Beifall. Dann haben sie wirklich Beifall geklatscht. Man hat aber trotzdem gemerkt, die waren sehr verdrießlich. Also mein Eindruck ist, dass vielleicht die Signale doch etwas spät wahrgenommen wurden, und vielleicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, hätte man mehr DDR noch in die Jetztzeit retten können, Gesundheitssystem, Schulsystem, duales Ausbildungssystem und vieles mehr, vor allen Dingen auch das Friedensgebot, wenn vielleicht die Signale etwas früher und vielleicht weniger selbstherrlich von Honecker gesehen worden wäre. Du warst ja sein zweiter Mann. Kann so ein Eindruck von zu viel Selbstgefälligkeit vielleicht zugetroffen haben? Sicher hat es das gegeben. Und sicher hat es auch eine Zeit der Sprachlosigkeit gegeben, wo junge Leute nach Ungarn gingen und die Partei und Staatsführung hat nicht dazu Stellung genommen. Im Gegenteil, Erich Honecker hatte damals ja ein Artikel redigiert und da stand drin, wir weinen denen keine Tränen nach. Das war ziemlich, ziemlich schlimm. Das hat es alles gegeben, und darüber will ich auch nicht, das will ich alles nicht kleinreden.
Aber nach 30 Jahren sehe ich natürlich manche, oder über 30 Jahren sehe ich natürlich manches anders. Sieh mal, die DDR war immer Teil eines Ganzen. Dieses Ganze hat gereicht von Wladiwostok bis an die Elbe und Werra. Und Anfang der 80er Jahre begann ein Prozess in allen sozialistischen Ländern, dass man nicht mehr in der Lage war, die Ökonomie zu beherrschen, die Verbindung zu bringen zwischen wissenschaftlich-technischer Revolution und sozialistischer Revolution. Und 82 schickte Leonid Brezhnev, der die DDR liebte, aber schickte er einen ZK-Sekretär Rosakow zu Erich Honecker, um ihm mitzuteilen, dass die Erdöllieferungen aus der Sowjetunion nicht mehr an die DDR in vollem Umfang gewährleistet sind. Wir bekamen einst mal 21 Millionen Tonnen Erdöl, dann bekamen wir 19 Millionen und jetzt sollte das weitergekürzt werden auf 17 Millionen. Und damals hat Erich Honecker zu Rosakow gesagt, das nagt an dem Lebensnerv der DDR. Und daran hat Rosakow sehr emotional geantwortet, ja, Leonid Iljitsch hat, als er diesen Brief unterschrieben hat, geweint. Aber über uns ist ein großes Unglück gekommen. Wir haben gerätselt, was kann das für ein Unglück gewesen sein? Und man hat es uns auch nie gesagt, welches Unglück war. Man hat uns gesagt, die Sowjetunion sei in einer Situation wie 1918, 19 beim Frieden, den Deutschland Sowjetrussland aufgezwungen hatte, den Brestker Frieden. Honecker und ich trafen uns auf dem Flur, wir gingen gemeinsam zur Politbürositzung und er sagt, du bist doch Lehrer, sag mal, was kann denn das mit dem Brester Frieden zu tun haben? Und da habe ich gesagt, ja, vorstellen kann ich mir höchstens, der Brester Frieden, das war sein oder nicht sein der Sowjetunion. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die heute Anfang der 80er Jahre schon diese Frage stellen. Und in der Tat hat das Anfang der 80er Jahre begonnen in allen sozialistischen Ländern. Und deshalb kann man das Ende der DDR nicht betrachten ohne das Ende, ohne diese Verbindung zur Sowjetunion. Sieh mal, Fehler gibt's heute über und über und die Bundesrepublik wird nicht untergehen. Und von solchen Fehlern, wie du sie nennst, die sind zu verurteilen, da kann man drüber reden, aber deshalb geht kein Land unter. Dazu muss es andere Bedingungen geben und das war vor allem ein schleichender Prozess, der Anfang der 80er Jahre begann. Und der auch, wenn ich dazwischen fragen darf, der auch mit dem Begriff Todrüsten zusammenhängt. Auch ja, es gibt viele Ursachen dafür. Ich würde meinen, die sozialistische Welt ist untergegangen oder zermalt worden im Kampf der beiden gesellschaftlichen Systeme im Kalten Krieg. Und dann hat man ja 1990, 91, als das dann alles vorbei war, so getan, als sei der Kalte Krieg vorbei. Ich glaube, der Kalte Krieg ist nie beendet worden. Im Gegenteil, der Kalte Krieg ist jetzt übergegangen in einen heißen. Und wenn wir nicht aufpassen, wird dieser heiße Krieg, der jetzt als Stellvertreterkrieg geführt wird, wenn wir nicht aufpassen und vor allem, wenn Deutschland nicht aufpasst, dann kann das zu einem Weltbrand werden. Und deshalb finde ich es so leichtsinnig, wenn Politiker heute davon reden, dass Deutschland kriegstüchtig gemacht werden muss. Nein, Deutschland muss friedensfähig gemacht werden. Das ist, glaube ich, die entscheidende Sache, die man auch aus der Geschichte der DDR und auch aus meinen Darlegungen in diesem Buch nehmen kann. Letzter Fragenkomplex. Wir haben ja jetzt erstaunlicherweise auf dem Weltmarkt einen großen Player namens China, der vieles ähnlich macht wie in der DDR, vieles anders macht. Du bist ja auch mit Deng Xiaoping zusammen gewesen. Was ist für dich jetzt die Hauptbotschaft
an, sagen wir mal, Menschen in der Bundesrepublik. Dein Buch über die China war ja sogar Spiegel-Bestseller, von dem du glaubst, da wird am meisten gelogen und das muss am meisten korrigiert werden. Ja, ich denke mal, das Hauptproblem ist, dass die europäischen Länder des Westens und auch vor allem Deutschland einen eurozentrischen Blick auf China haben und nicht die Situation in China selbst beurteilen. Ein so großes Land wie China kann nicht mit solcher Kakophonie geleitet und gelenkt werden wie Deutschland. Da ist es schon notwendig, eine recht enge Verbindung zwischen den Regionen zu haben, den Landesteilen zu haben und der Zentrale zu haben. Und ich habe den Eindruck, das machen die gut, worüber in Deutschland ja überhaupt nicht berichtet wird. Auch in China wird regiert mit verschiedenen Parteien. Es gibt insgesamt 8 Parteien, die unter Führung der Kommunistischen Partei arbeiten. Über solche Zusammenhänge wird ja in Deutschland gar nicht berichtet. Und in China wird sehr stark darauf geachtet, dass die Vorschläge von unten nach oben kommen und dann, wenn sie dann beschlossen werden, natürlich auch so verwirklicht werden. Und das Größte, was China in den letzten Jahren vollbracht hat, ist, dass über 800 Millionen Menschen aus der Armut geholt worden sind. Ich weiß gar nicht, ob man sich vorstellt, das Ziel, das einst die UNO gestellt hatte, konnte ja nur realisiert werden, weil in China eine so große Anzahl von Menschen aus der Armut geholt worden sind. Und hier beginnt sozusagen auch das Globale, was mir am Herzen liegt. Offensichtlich gibt es in den USA die Analyse, dass man sich von China überholt fühlt. Also dass man China gewissermaßen als jene Macht sieht, die dazu beitragen kann, dass einst die USA als führende Macht abgelöst wird. So, die Chinesen treten für eine Welt, für eine vielfältige Welt ein, für eine, so, die Amerikaner möchten gerne das Sagen behalten. Und deshalb unterstützen sie jetzt oder haben sie auch den Krieg in der Ukraine angezettelt, weil nämlich Russland ausgeschaltet werden soll, damit man sich dann China zuwenden kann. Das ist eine ziemlich schlimme Strategie, aber die Amerikaner haben natürlich kein Interesse, dass Deutschland und Russland oder die europäischen Länder zusammenarbeiten, weil sie fürchten, dass die deutsche Technologie, die deutsche Wissenschaft und die russischen Bodenschätze, das russische Erdöl, die russische Arbeitskapazitäten, dass die dazu führen könnten, dass Europa ein entscheidender, nicht Gegner, aber ein entscheidender Fakt im Zusammenhang mit den USA ist. Also ich finde, das hat alles einen Zusammenhang und dieser Zusammenhang wird leider in der Politik nicht deutlich. Also Egon Krenz, ich danke dir, wir sind befreundet, deswegen lasse ich es mal. Aber Egon, du bist ja aber nicht nur von unserer Seite der politischen Barrikade gelobt worden, auch Frank Schirmacher in der FAZ sagt dir, verdanken die viele Deutsche den friedlichen Übergang 89, leider Gottes, in ein Deutschland, das heute von einer Ampel so zugrunde gerichtet wird, wie man sich das damals hätte gar nicht vorstellen können. Und wo weder Helmut Schmidt noch Willy Brandt noch Helmut Kohl wahrscheinlich mit einverstanden wären. Dir vielen Dank als Zeitzeugen und ja, ich hoffe nur, dass deine Stimme lange, lange, lange sozusagen dort aktiv wird, wo Vorurteile schnell Appetit zubereitet in den Medien gegen alle Alternativen zur jetzigen Politik mobilisiert werden sollen. Da bist du ein Mahner und ein Aufklärer. Ich möchte dir also aus ganzem Herzen danken, dass du dieses Buch geschrieben hast, dass du deine Bücher schreibst und dir diese Kraft nimmst, auch im Land herumzureisen
und eben nicht dich als Wendehals zu betätigen. Danke an Egon Krenz. Naja, ich wollte noch ganz gerne etwas hinzufügen, um den Satz, um dem Satz Leben zu geben, die Wahrheit ist das Ganze oder das Ganze ist die Wahrheit. Am 24. November 1989 hat mir Gorbatschow eine Botschaft gesandt, in der er seine Konzeption darlegte für sein Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Bush Senior, das auf Malta beziehungsweise auf einem Schiff bei Malta stattfand. Und in dieser Botschaft hat er erklärt, er wolle gegenüber dem amerikanischen Präsidenten sagen, dass der Kalte Krieg zu Ende ist. Ich habe damals Fahlin, der mir die Botschaft überbrachte, gesagt, wäre es nicht besser, wenn diese Botschaft von den beiden Präsidenten kommt, von dem amerikanischen und auch von dem sowjetischen. Da hat Fahlin damals gesagt, ja, wir würden das machen, aber die Amerikaner wollen es nicht machen. Was machten die Amerikaner? Gorbatschow, blauäugig wie er war, erklärte das Ende des Kalten Krieges und die Amerikaner erklärten sich zum Sieger des Kalten Krieges. Das war im Grunde genommen die erste das erste negative Zeichen gegenüber Russland. Denn die Sowjetunion musste sich gedemütigt fühlen, dass Amerika sagt, wir sind die Sieger des Kalten Krieges. Aber gut, so ist es gewesen. Und was passierte dann? Die Sowjetarmee zog aus Europa ab. Die Amerikaner und ihre Atomwaffen blieben. Und wenn heute davon gesprochen wird, dass die Russen die Grenzen in Europa verändern, dann muss ich sagen, wenn man das alles richtig verfolgt hat, dann ist das etwas differenzierter und etwas auch anders, als das heute dargelegt wird. Wo verlief denn 1990, als sich Deutschland vereinigt hat, wo verlief damals die Grenze? An der Oder, Quatsch, an der Elbe und an der Wehra. In Europa, quer durch Europa und in Berlin, mitten durch eine Stadt. Und wo ist sie heute? Dort, wo die deutschen Panzer. Dort, wo die Russen ihre Grenze haben. Ja. Ich habe in meinem ersten Band ein Erlebnis aufgeschrieben, das ich 1965, 66 in Moskau hatte. Da hat mich in der U-Bahn und in der Metro da in Moskau hat mich einer angesprochen, weil er wahrscheinlich mitbekam, dass ich ein Ausländer bin und fragte mich, sind Sie ein Deutscher? Ich sagte, ja, ich bin ein DDR-Deutscher. Na, dann würde er mich gerne einladen, ob ich mit ihm ein Gläschen trinken würde. Ja, gerne. Und er schleppte mich zu sich nach Hause in einen Moskauer Vorort, in Neubauwohnung, war stolz darauf. Und als wir dort ankamen, eine große Familie war versammelt. Zwei Plätze waren leer, da standen Fotografien. Und ich kriegte mit, um Gottes Willen, daran hast du gar nicht gedacht, heute ist der 21. Juni, das heißt jener Tag, an dem 1941 die Sowjetarmee oder die deutsche Armee die Russen angegriffen haben. Und in der Familie war eine Gedenkstunde angesetzt mit Essen und Trinken. Und die Oma, die brachte einen Toast auf und sagte, das ist der Grund, weshalb wir so besessen sind, unsere Grenzen zu haben. Wir wollen keine Wiederholung von diesem Ereignis. Und das, denke ich, muss man berücksichtigen, wenn man heute auch über die Russen spricht. Wer in Russland auch Präsident ist, der muss die Grundinteressen der Russen vertreten, sonst wird er die Stimmen des Volkes nicht bekommen. Noch einmal herzlichen Dank an
Egon Krenz, es war ja, ist ja nicht nur auf der Linken ein großer Respekt dir gegenüber, sondern auch Frank Schirmacher, der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat ja gesagt, die Deutschen verdanken vor allem dir, dass 89 die Wende ohne einen Schuss und ohne Gewalttätigkeit abgelaufen ist. Und auf der anderen Seite bist du ein Mahner geblieben, der ohne Wendehals zu werden die Geschichte der DDR dort ausleuchtet, wo unsere Medien sie ins Dunkel bringen wollen. Also noch einmal herzlichen Dank, gute Gesundheit, weiterhin viel Mut bei deinem Arbeiten für Aufklärung. Dankeschön. Dieter, machst du dein Mikrofon an, bitte? Ja, also Dankeschön, tut mir leid, eben war das Mikro aus. An Egon Krenz. Und wir werden jetzt nochmal das Lied hören, das weiche Wasser, weil ja jetzt Ostermärsche sind und alle aufgerufen sind, möglichst bei den Ostermärschen teilzunehmen, wenn irgendwas in der Nähe ist. Denn die zentrale Parole ist Waffenstillstand sowohl in der Ukraine als auch im Gaza, was ja Mützenich mit Einfrieren des Konflikts bezeichnet hat, worauf dann alle über ihn hergefallen sind. Also dazu jetzt das Lied, das weiche Wasser bricht den Stein. Ich habe es erstens geschrieben für die Friedenskundgebung 1981 im Bonner Hofgarten für die Bots. Und dann später nochmal umgeschrieben für Willy Brandt zur 125-Jahr-Feier der SPD, Klammer auf, damals war ich noch in der SPD, was ich dann nach 33 Jahren wegen des Jugoslawienkriegs beendet habe. Das weiche Wasser. Das weiche Wasser bricht den Stein. Die Rüstung sitzt am Tisch der Welt und Kinder, die vor Hunger schreien. Für Waffen fließt das große Geld. Doch weiches Wasser bricht den Stein. Wir sind die Stärkste der Partei. Und sind wir schwach und sind wir klein? Wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser bricht den Stein. Sag bloß keiner, nicht mit mir, Mensch, komm und schaff dein großes Ich mit rein bei unserem Wir. Klar, unser Weg ist elendweit, noch ältere Bilder fallen mir ein, nur in Bewegung mit der Zeit siegt jedes Wasser über Stein. Es reißt die schwersten Mauern ein, und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser, das weiche Wasser, das weiche Wasser bricht den Stein. Die schwersten Mauern ein, und sind wir schwach
und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser, das weiche Wasser, das weiche Wasser bricht dich ein. Monopoly, das kalte Spiel, soll Menschen bloß Figuren sein. Die Sieger kosten uns zu viel und jeder wird dabei zum Stein. Drum tanz mit uns auf unserem Fest, lass zeigen, wie sich's leben lässt. Mensch, Mensch, können Menschen sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Es reißt die schwersten Mauern ein und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser, das weiche Wasser, das weiche Wasser bricht den Stein. Ja, und bevor ich jetzt zu dem Gespräch mit Carsten Montag über das Neueste aus den Waffengeschäften komme, und so viel Zeit muss sein, will ich mal all denjenigen, die sich anstecken lassen von dem guten Ruf des Wertewestens und von denen, die jetzt rumschwadronieren, die NATO sei ein Verteidigungsbündnis, nur mal die Überfälle und Kriegseinsätze der NATO und ihrer Mitgliedstaaten vortragen in der Vergangenheit. Und die meisten von ihnen waren nicht vom Völkerrecht gedeckt. Das fing an mit Korea und China 1950, Guatemala 1954 und 1960 und 1967 bis 1969 Indonesien. Das war der Einmarsch in der Schweinebucht in Kuba, das war in Kongo mit dem Tod, der Ermordung von Lumumba, einem der größten Hoffnungsträger des sogenannten Schwarzafrikas. Das war in Laos 1964, Vietnam 61 bis 73, da kommt auch das eine Foto her, wo ich neben Rudi Dutschke stehe als 17-Jähriger und das amerikanische Konsulat in Frankfurt besetzt hatte mit der sogenannten Vietcong-Fahne. Kambodscha 1969, Grenada 1983, Libanon 83, 84, Libyen 1986, 2011, 2015 und dann der tolle Satz von der Außenminister Obama, von der Außenministerin von Obama, der Frau Clinton, sie sehe so gerne dieses Video, wo Gaddafi die Finger abgeschnitten bekommen hat und ermordet und gefoltert worden ist. Dann El Salvador 1980, Nicaragua 1980, Iran 1987, Panama 1989, Irak 1991 bis 2003 bis 2015, Kuwait 1991, Somalia 1993, 2007, 2011, Bosnien 1994, 1995, Sudan 1998, Afghanistan 1998, 2001 bis 2015, Jugoslawien 1999, im Jahr vorher war ich ausgetreten aus der SPD, weil da sich schon ankündigte, dass die SPD kriegstüchtig gemacht werden sollte. Auch die Grünen von Joschka Fischer. Jemen 2002, 2009, 2011, Pakistan 2007 bis 2015 und Syrien 2014 und 15 auch mit Hilfe dann des Islamischen Staats, also jener Terroristen, die vom Westen hochgepäppelt worden sind und die jetzt angeblich das Massaker in der Konzerthalle bei Moskau vollzogen haben sollen. Und damals Arm in Arm wurde der syrische Präsident Assad angegangen, sowohl von den islamistischen Terroristen als auch von den US-Streitkräften, muss man immer dazu sagen. Und dass die Islamisten auf die Rübe bekommen haben, nach dem schrecklichen Gemetzel, was sie vor laufenden Kameras angerichtet hatten, verdanken wir auch
der russischen Armee. Das will ich bei der Gelegenheit sagen. Das war eine kleine Auswahl von dem, was die NATO in der Welt an Unrecht angerichtet hat. Nahtloser Übergang zu meinem Gesprächspartner Carsten Montag. Hallo Carsten Montag, unsere Redaktion ist auf dich aufmerksam geworden durch einen hochveritablen Beitrag in den Nachdenkseiten. Vielleicht führst du uns aber oder unseren Zuschauern auch nochmal näher, wer du bist. Bisschen Biografie, du bist Seiteneinsteiger in Sachen Friedens- und Waffenforschung und sagst, wie du drauf gekommen bist. Ja, also danke, dass ich hier sein darf. Ne? Mein Name ist Carsten Montag. Ich bin Quereinsteiger im Journalismus. Ich arbeite seit 2 Jahren professionell als Journalist. Habe in meinem Leben sehr viel studiert, muss ich sagen. Also ich habe mal Maschinenbau studiert, ich habe mal Physik studiert, Philosophie, Geschichte, Bildungswissenschaften und bin auch Informatiker. Habe 10 Jahre in Unternehmensberatung gearbeitet, die sehr gewerkschaftsnah war und habe 6 Jahre lang in einem Softwareunternehmen gearbeitet, das eine Datenbankmanagement und Abrechnungssoftware für Energieunternehmen hergestellt hat oder noch herstellt. Mhm. Und seit 7 Jahren bin ich als Schriftsteller tätig, habe erst Romane geschrieben, hat angefangen halt auch als Journalist zu arbeiten und wie gesagt, das mache ich seit 2 Jahren professionell. Mhm. Und ich schreibe hauptsächlich im Augenblick für Multipolar und die Nachdenkseiten. Mhm. Und was wenn du den Beitrag mal zusammenführen würdest, auf das jetzt von heute nach einem gewissen zeitlichen Abstand gesehen Wesentliche, wie würdest du den Beitrag jetzt zusammenfassen? Diesen Beitrag aufgrund dessen, die ihr mich angesprochen habt, das ist ein Beitrag, in dem habe ich mich um die Rüstungskontrollverträge der letzten Jahrzehnte auseinandergesetzt und habe die mal in eine chronologische Reihenfolge gebracht, habe untersucht, warum, wann, wer diese Verträge gebrochen hat und welche Konsequenzen das auch hat. Und das habe ich in dem Beitrag dargestellt, habe also auch dargestellt, dass halt tatsächlich also auch noch so eine extreme Abrüstung kam in Europa, also vor allen Dingen aufgrund des INF-Vertrags, da ging es um die Mittelstrecken, den Verbot von Mittelstreckenraketen. Das war ein Riesenerfolg, da sind fast 3000 Mittelstreckenraketen in Europa auch vernichtet worden. Das war nach dem Ende des Kalten Krieges und seit Anfang der 2000er werden diese Verträge allesamt wieder auch aufgekündigt, hauptsächlich von den Seiten der USA. Was dazu führt, dass wir jetzt am Ende, jetzt 2024, keinen Rüstungsvertrag mehr haben, der gültig ist. Das heißt, die beiden großen Nuklearmächte, das sind halt die USA und Russland, die können jetzt, haben jetzt keinen Vertrag mehr, der in irgendeiner Form ihre Rüstung beschränkt von Atomwaffen. Hm. Ist ja mal die Frage, Ei oder Henne, wer hat den Anschub gegeben, auch dann mit den ganzen Explosionen in Gaza und in der Ukraine, dass die Waffen wieder so hoffähig geworden sind? Du meinst die Atomwaffen? Also das, ja, die Waffensysteme. Ich meine nicht nur Atomwaffen, ich meine diese ganzen schweren, ja, Waffensysteme. Also im Grunde, also ich habe bei meiner Ausarbeitung habe ich ja festgestellt, dass eigentlich letztendlich die Rüstungskontrollverträge, die vor allen Dingen zwischen der Sowjetunion, heute Russland und den USA abgeschlossen wurden, fast immer von den USA unterlaufen worden sind. Ne? Also es ging eigentlich schon los mit dem ABM-Vertrag. Das war ein Vertrag, der sollte es verhindern, dass es Raketenabwehrsysteme gibt. Ja, so die halt interkontinentalraketen von Russland auf die USA oder umgekehrt halt abfangen sollten. Und den hat schon letztendlich Ronald Reagan unterlaufen, dem er damals das SDI, das war dieses Strategic Defense Initiative oder Star Wars, wie wir es auch genannt haben, ins Leben gerufen hat. Und
letztendlich hat dann der George W. Bush das Anfang der 2000er vollkommen aufgekündigt, diesen Vertrag, und hat also eine neue Raketenabwehr eingeleitet, also die Entwicklung einer neuen Raketenabwehr. Und die anderen Staaten, also zum Beispiel Russland und China, die halt nicht die Möglichkeit haben, so ein komplexes System einer Raketenabwehr aufzubauen, die haben damit gekontert, indem sie halt Überschall-Marschflugkörper entwickelt haben. Das sind die, die jetzt auch in der Ukraine zum Beispiel mal eingesetzt worden sind mit konventionellen Sprengköpfen, ne? Die also mit fünffacher Schallgeschwindigkeit in Erdnähe dann das Ziel treffen, um die von den Raketenabwehrschirmen halt nicht so leicht getroffen werden können. Ne? Und das ist letztendlich, sagen wir mal, dieses Spiel, dieses Katz-und-Maus-Spiel, dieses Hin und Her, was halt bei den Atomwaffen halt immer vonstatten geht. Die eine Seite rüstet halt irgendwas auf, indem sie zum Beispiel Atomwaffen mit mehreren Atomsprengköpfen entwickelt, und die andere Seite will dann einen Raketenschutz hier haben, und dann bauen die einen wieder halt Hyperschallraketen, ja, also das, oder Marschflugkörper. Das geht also immer hin und her. Und das Problem ist halt, dass die Gefahr, die dadurch für die Menschheit entsteht, immens ist. Also das ist, glaube ich, den wenigsten Menschen bewusst, was für eine Sprengkraft eigentlich diese Atomraketen beinhalten. Ne? Also ich habe das in dem Beitrag mal aufgelistet. Also im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg, wo ungefähr drei Megatonnen TNT äquivalent verballert wurden, ja, war auf den Höchstzeiten in der Mitte der 80er Jahre standen 18.000 Megatonnen TNT zur Verfügung. Das ist das 6.000-fache. Ja, also, und noch immer trotz der Abrüstung, die auch vonstatten gegangen ist, wurde ja ein Großteil auch dieser Atomwaffen aus der Bereitschaft genommen. Das heißt, die waren nicht mehr auf Raketenträger montiert, aber die liegen halt immer noch irgendwo teilweise rum. Also trotzdem sind wir immer noch in der Lage, unsere Welt mehrfach in die Luft zu sprengen. Und das ist, glaube ich, den wenigsten Menschen bewusst, wenn sie halt sagen, sie hätten keine Angst vor Atomwaffen. Also das ist eigentlich irre, muss man sagen. Mhm. Und ja. Zu den Aufzählungen, was du alles getan hast, ist ja sehr eindruckbefördernd. Okay. Vom Maschinenbauingenieur über den Informatiker, dann jetzt zum Forscher und Journalisten sozusagen spät berufen, fehlt ja eigentlich doch direkt der Ökonom. Deswegen frage ich mal ganz hinterhältig, welche Beziehung haben diese Waffensysteme eigentlich zu dem ökonomischen Zweck, den wir altmodisch immer den Imperialismus genannt haben? In diesem Falle auch den US-Imperialismus. Also im Grunde sind Atomwaffen keine Angriffs-, sondern Verteidigungswaffen. Jedenfalls die strategischen Atomwaffen, die halt als Massenvernichtungswaffe die Bevölkerung des Gegners auslöschen könnten. Ja, und Verteidigungswaffen in dem Sinne, dass sie nur eingesetzt werden, wenn man selber angegriffen wird. Und somit macht man sich letztendlich unangreifbar, ne? Also das heißt, der Konflikt jetzt zum Beispiel in der Ukraine weitet sich deswegen bisher noch nicht aus auf die NATO-Länder oder auf Russland selbst, weil die Leute, die halt darüber entscheiden, eine Höllenangst haben, selber draufzugehen. Denn also mit so einem Atomkrieg ist jeder dran und nicht nur die Soldaten auf dem Schlachtfeld. Ne? Und das ist der, ja, und damit kann man letztendlich natürlich auch sagen wir mal, sich, wie gesagt, unangreifbar machen, auf der anderen Seite aber auch halt Kriege führen gegen Länder, die diese Waffen nicht haben, ne, ohne dazu befürchten, dass man selber halt Angriffsziel wird, ne, weil man sich ja jederzeit damit verteidigen kann. Und das ist, sagen wir mal, dass der, ne, und es gibt halt neben den beiden großen Mächten, die halt den großen Nuklearmächten, noch einige kleinere, und die haben sich damit auch mehr oder weniger nicht unangreifbar gemacht, aber haben damit doch schon eine Abschreckung, die dazu führt, dass halt man nicht so schnell bereit ist, die anzugreifen. Ne? Weil selbst mit einer kleinen Atombombe auf eine Stadt in den USA können da schon Hunderttausende bis Millionen Menschen sterben. Ja, ich meine, das Geschäftsmodell von Rheinmetall ist, glaube ich, unseren Zuschauern bekannt. Das erwähnen wir fast immer. Das Geschäftsmodell derer, die in Rüstungsaktien investieren, BlackRock,
Aber das Geschäftsmodell, dass man durch die Bedrohung mit Waffensystemen auch Zugriff auf Ressourcen und auch Arbeitskräfte in anderen Ländern bekommen kann, das ist so ein bisschen hidden behind. Okay. Willst du da zwei Sätze noch zu sagen? Oder ist das jetzt überfordert? Ich bin mir nicht ganz klar, worauf du hinaus willst. Auf das eben auch versucht wird, ans russische Gas ranzukommen, dass auch versucht wird, ans Lithium in der Ukraine ranzukommen, dass auch versucht wird, in anderen Ländern der Welt an deren Bodenschätze und auch Menschenmassen, die dann arbeiten, billige Arbeitskräfte ranzukommen. Okay, also ich denke mal, dass das mit Atomwaffen selbst nicht möglich ist. Also ich glaube, wenn ich mir halt das betrachte, wie das in den Vergangenheit gelaufen ist, dann macht man das hauptsächlich über Regime Changes. Und das ist für mich auch der Grund, warum es diesen Krieg in der Ukraine gibt, also für mich persönlich. Ne, dass man halt versucht, durch die Sanktionen und durch das Ausbluten Russlands die Bevölkerung Russlands so unter Druck setzt, dass sie halt einen anderen Präsidenten wählt, ne? Oder halt den irgendeine Revolution gibt, wie man das ja mit dem Prigozhin gehofft hat, ne? So, ne? Der halt den Aufstand geprobt hat. Jetzt wird allerorten darüber gesprochen, dass die EU Atomwaffen braucht. Sogar Joschka Fischer hat sich da wieder als früherer Gegner der Atomkraft und der Atomwaffen hier eingeschaltet und gesagt, taktische Atomwaffen ins Spiel bringen. Ist es nicht letztendlich dem Geiste nach ein Verstoß gegen den Atomwaffensperrvertrag? Also zunächst mal gibt es in der EU ja Atomwaffen. Also es gibt in, also Großbritannien hat Atomwaffen, die Frankreich hat Atomwaffen, aber durch die nukleare Teilhabe, die lagern auch amerikanische Atomwaffen in Deutschland, in den Niederlanden, in der Türkei. Und gerade gibt es auch eine Diskussion, ob auch weitere Atomwaffen der USA auch in Großbritannien gelagert werden sollen. Also letztendlich verfügt die EU ja schon zum Teil über Atomwaffen. Ne? Und der Atomwaffensperrvertrag, einer der ersten Abrüstungs- oder Rüstungskontrollverträge, der sah halt vor, dass nur die damaligen nuklearen Großmächte, das waren China, die UdSSR, die Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien, Atomwaffen überhaupt herstellen und über die verfügen dürfen, während alle anderen Staaten das nicht dürfen. Das haben auch die Großzahl der Staaten unterzeichnet. Die wenigen, die es nicht unterzeichnet haben, die haben halt Atomwaffen. Das sind Pakistan, Indien, Israel und Nordkorea. Also die Waffen sind ja da. Also selbst in Deutschland sind die Waffen ja da. Es sind also in Italien sind übrigens auch noch durch die nukleare Teilhabe US-amerikanische Atomwaffen gelagert und die sind da und sind im Grunde kein Verstoß gegen den Atomwaffensperrvertrag, weil sie offiziell nicht Deutschland gehören, sondern in den USA. Vielleicht noch mal zu der ganzen Debatte jetzt um neue Waffensysteme. Wie konnte es geschehen oder was ist technisch an vermeintlicher Niederschwelligkeit in den Medien produziert worden, dass es jetzt in der deutschen Politik, weniger in der deutschen Bevölkerung, eine solche Bereitschaft wieder zur Aufrüstung gibt, nach all den Bekundungen von Willy Brandt, teilweise auch von Helmut Schmidt, auch von Helmut Kohl, ganz früher übrigens mal von Franz Josef Strauß, wer nochmal eine Waffe anfasst, dem soll die Hand verdorren, dass es einen solchen Wandel gegeben hat und wo führt diese Strategie nach deiner Meinung, wenn wir sie nicht auf den Straßen aufhalten, hin? Aktuell gibt es, aktuell wird sehr viel Meinung gemacht, dass halt Russland auch NATO-Staaten angreifen könnte. Und es wird auch gesagt, dass halt Russland imperialistische Ziele verfolgt in der Ukraine. Dazu gibt es deutliche Gegenmeinungen. Also gerade hat halt vor anderthalb Wochen hat Harald Kujat, das war der ranghöchste deutsche Soldat gewesen, ne? Der hat auf einer Veranstaltung von der Eurasien-Gesellschaft einen Vortrag gehalten und hat
halt auch da nochmal deutlich gemacht, dass halt Russland gar keine großes Interesse an Gebietserweiterung der Ukraine hat, sondern eigentlich nur eine Pufferzone zur NATO haben will. Also verhindern will, dass die Ukraine der NATO beitritt. Aus diesem Krieg, der halt letztendlich ein Stellvertreterkrieg, wie auch der Vietnamkrieg einer war, nur mit vertauschten Rollen, ne, daraus zu schließen, dass halt Russland auch NATO-Staaten angreift, das sagt auch Harald Kuja, das ist ein Versuch, die deutsche Bevölkerung oder die europäische Bevölkerung dazu auch vorzubereiten, mehr für die Rüstung auszugeben. Einen konkreten Anlass dazu gibt es eigentlich nicht. Also die NATO ist das größte Verteidigungsbündnis der Welt. Die gibt über 1 Billion Dollar pro Jahr für Rüstung aus. Ist es ein Verteidigungsbündnis? Oder ja, offiziell ist es ja halt so. Ne? Also offiziell ist es ja so. Also es gab eine Änderung in den 90er Jahren in der NATO, dass also auch zu Nichtverteidigungszwecken Einsätze gemacht werden können. Und das wird ja auch gemacht. Ne? Also da bedarf es vielleicht irgendwann mal einer Begriffsklärung. Ne? Weil, das werden natürlich auch Angriffskriege geführt von NATO-Staaten. Und ne? Also das ist, wie gesagt, zweifelhaft, ob es wirklich ein Verteidigungsbündnis ist. Aber offiziell ist es so. Und wer das angreift, auch Russland, also müsste wahnsinnig sein. Also das, ich meine, das zeigt sich zwar, dass wir halt trotz unserer Kapazitäten nicht genug Artilleriemunition in die Ukraine liefern können, um mit den Russen mitzuhalten. Aber was andere Waffensysteme angeht, wäre es ein Wahnsinn, die NATO anzugreifen. Allein schon wegen der nuklearen Abschreckung. Also das wäre idiotisch, sag ich mal, wenn eben Putin das machen würde. Mhm. Also die Argumentation, dass halt sich Russland die alten sowjetischen Gebiete wieder zurückholen will, die ist, finde ich, absolut absurd. Ja, aber damit wird halt gerechtfertigt, dass man höhere Verteidigungsausgaben hat. Ja, das bedeutet ja, dass das Geld woanders fehlt. Ja, ne? Mhm. Und das muss die Bevölkerung ja mittragen. Und mit so einem, so einem Damoklesschwert, was da aufgebaut wird, wird das gerechtfertigt. Aber einen Bezug zur Wirklichkeit hat das kaum. Mhm. Traust du dir zu, in wenigen Worten mal die Debatte um den Taurus-Marschflugkörper aufzudröseln und vielleicht auch zu sagen, warum das Scholz so extreme Bedenken produziert? Naja, die Marschflugkörper, diese Taurus-Marschflugkörper, die haben eine Reichweite von 500 Kilometern. Und das kann man von ukrainischem Gebiet Moskau erreichen. Und wenn halt die Ukraine jetzt halt mit diesen Waffen dann auch Moskau angreift, was sie ja mit kleineren Drohnen schon gemacht hat, ne, so, dann könnte sich also dieser Krieg auf russisches Gebiet ausweiten und dann könnte es sein, dass Russland anders reagiert, als wir das jetzt vielleicht erwarten. Ne? Also das auf jeden Fall, sagen wir mal, ist unsere Beziehung zu Russland auf lange Zeit gestört dadurch, wenn das passieren würde. Ne? Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum der Scholz da noch zögert. Also heute ist ja beschlossen worden im Bundestag, dass man weitreichende Waffen an die Ukraine liefert. Dabei sind die Marschflugkörper nicht explizit erwähnt. Also einen anderen Vorschlag von der CDU wurde abgelegt, wo Taurus-Marschflugkörper explizit geliefert werden sollten an die Ukraine. Aber ich befürchte, dass durch diese schwammige Formulierung, die Tür offen steht, trotzdem noch Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Ne, das ist halt nur nicht explizit, also weitreichende Waffen, das könnten auch Marschflugkörper sein, dass sie halt nicht explizit genannt sind, heißt nicht, dass man sich liefern könnte. Kannst du noch ein paar Worte sagen zu dieser Überschallrakete? Ich glaube, Dark Eagle heißt die. Ah ja, richtig. Das ist sozusagen das westliche Pendant zur Kinzhal-Rakete, die Russen entwickelt haben. Ne? Klar. Also das ist im Prinzip letztendlich auch nur genauso wie die Amerikaner einen Raketenschutzschirm entwickelt haben, haben die Russen das auch. Ne? Also sie können also auch mit Boden-Luft-Raketen halt anfliegende Raketen und Marschflugkörper abschießen und mit einer Hyperschallwaffe
was dieses Dark Eagle ist, ne, könnte es sein, dass halt diese Raketenabwehrsysteme nicht funktionieren. Also das steckt dahinter letztendlich, ne, hinter Dark Eagle. Und man kann diese Dinger halt auch mit Atomsprengköpfen bestücken und eine Hyperschallwaffe von der ukrainischen Grenze nach Moskau würde wenige Minuten brauchen. 5 Minuten ist sie da. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Vorwarnzeit mehr. Ne? Und das ist letztendlich auch die große Angst der Russen. Das muss man einmal so sehen. Das ist, glaube ich, unabhängig von dem Präsidenten Putin, dass halt die NATO so weit an die Grenzen vorrückt, dass halt jederzeit halt auch ein Erdschlag durchgeführt werden kann, worauf man nicht mehr reagieren kann in Russland. Das steckt, denke ich, dahinter. Zum Abschluss, welches Szenario befürchtest du oder ist zu befürchten? Und welches Szenario könnte vielleicht auf der Straße, beim Ostermarsch, bei künftigen Friedenskundgebungen, ich plädiere ja für sehr breite Friedenskundgebungen im Sommer, ja, die auch bestimmte bisherige Grenzen überschreiten, welches Szenario ist sozusagen das, was verhindert werden kann? Also eine Variante A schlecht, eine Variante B gut oder besser? Also das größte Risiko, das ich persönlich derzeit sehe, ist, dass die NATO doch noch mit eigenen Truppen und in den Ukraine-Krieg eingreifen könnte. Denn wenn man halt das Vorrücken der russischen Armee gerade auf dem Schlachtfeld verfolgt, dann hat die Ukraine zu wenig Soldaten und auch zu wenig Waffen, um das aufzuhalten. Die Russen haben halt eine große Mobilmachung gemacht im letzten Jahr und haben auch weiterhin noch Soldaten aufgenommen in ihrer Armee und können damit halt eine Offensive starten. Bisher ist es noch gar keine richtige Offensive. Bisher versuchen sie halt nur strategische Ziele einzunehmen, um halt zum Beispiel Donetsk zu schützen. Also Avdiivka, das jetzt gefallen ist, war so nah an Donetsk dran, dass halt auch immer wieder Artilleriegeschosse dort eingeschlagen sind in der Stadt. Und jetzt ist das verhindert worden durch diese Einnahme der Stadt. Also es könnte aber auch sein, das weiß man ja nicht, dass halt ein Ziel der Russen ist ja auch die Entnazifizierung der Ukraine. Und da könnte es auch sein, dass man halt nochmal auf Kiew vorrückt. Und dann ist meine größte Befürchtung, dass halt, weil die Waffenlieferung, Unterstützung einfach nicht ausreichen an die Ukraine, dass man dann halt mit eigenen Truppen angreift. Und dann hätten wir keinen Stellvertreterkrieg mehr, sondern hätten wir halt NATO-Soldaten und russische Soldaten auf einem Schlachtfeld. Und die große Befürchtung wäre dann auch deutsche Soldaten. Ja, NATO-Soldaten, wenn Deutschland daran teilnimmt, ne, dann auch deutsche Soldaten. Und dann wäre die Gefahr dass man noch stärkere und schwere Waffen einsetzt, wie zum Beispiel taktische Atomwaffen, die halt eine geringe Sprengkraft haben und eher auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden. Und dann hätten wir tatsächlich den ersten richtigen Atomkrieg, ja, der sich dann durchaus noch weiter ausweiten könnte. Ob man strategische Waffen eingesetzt wird, ist eine ganz andere Geschichte. Aber dann hätten wir den ersten Atomkrieg, wo taktische Atomwaffen auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden. Und das ist eigentlich meine größte Befürchtung, dass halt im Westen bei uns halt eine Verhandlungslösung kategorisch ausgeschlossen wird, die jetzt, sag mal, das Sterben auf den Schlachtfeldern beenden würde und diese Gefahr diese extreme Gefahr einer Ausweitung dieses Konflikts auch auf den Rest Europas reduzieren würde. Und die bessere Perspektive? Naja, also ich folge den Worten von Harald Kujat oder auch jetzt dem, der Generalinspekteur der Bundeswehr war oder auch Kai Schönbachs, dem Vizeadmiral, der 2022 seinen Posten räumen musste, dass eine Verhandlungslösung die einzige Möglichkeit ist, um halt diesen Krieg zu beenden und womöglich auch eine vollständige Zerstörung der Ukraine zu vermeiden und eine Ausweitung dieses Krieges auch zu vermeiden. Und dieser Verhandlungslösung müsste man halt auch Russland zuhören. Also hinzugehen und zu fordern, dass halt Russland die ganzen Gebiete zurückgibt, damit macht man keine Verhandlungen. Ne? Also durch diesen Krieg sind neue Fakten geschaffen worden und man muss diese Fakten auch in diese Verhandlungen mit einbeziehen. Ne? Also einfach nur zu fordern, Russland soll sich aus der ganzen Ukraine und von der Krim zurückziehen, das
ist kein Ansatz für eine Verhandlung. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und hoffe, dass wir bald wieder in diese Art von Kommunikation treten. Herzlichen Dank. Okay, ja, tschüss. Ja, der militärisch-industrielle Komplex ist ein Hintergrund der blühenden Landschaften, die jetzt vor 35 Jahren versprochen wurden bei der sogenannten Wende. Und die werden uns in diesem Jahr auch nicht alleine lassen. Wir werden da immer wieder drauf zurückkommen. Was hat es mit den blühenden Landschaften auf sich? Natürlich sind viele Städte aufgeblüht im Osten unseres Vaterlands. Aber es gibt eben diese gegenläufige Tendenz und vieles, was an demokratischen und sozialen Rechten hier zurückgedreht werden soll, siehe Nancy Faeser und Co. Wir werden auch beim nächsten Sonntag um 17 Uhr auf Twitter bzw. X Space darüber diskutieren. Das nächste Jahr, nächstes Mal nicht YouTube, sondern nur Twitter auf meinem Kanal, wie auch jetzt ihr euch schon zuschalten könnt und auf Twitter dann auch mit diskutieren. Ich bin gefragt worden von Regina und Wolfgang, was es mit den Schallplatten da im Hintergrund auf sich hat. Nun, ich will das Geheimnis nach vielen Sendungen mal lüften. Das sind goldene und Platin-LPs noch in Vinyl. Damals 84, 85 war ich mit meinem Label Musikant Marktführer in Deutschland. Das sind Platten, eine halbe goldene LP von den Rodgar Monotones, aber vor allen Dingen dann auch Platten von Botz, von Klaus Lage und von Bapp, die ich gemanagt habe, 11 Jahre, was ihre Schallplatten anbetrifft. Und ja, das hat mich immer zu einem Unternehmer gemacht. Ich war nie Arbeiter, obwohl ich mich sehr der Sache des Proletariats und der Geschichte der Arbeiterbewegung verpflichtet fühle, aber immer auch als mittelständischer Unternehmer. Und ich finde, das ist etwas, was auch in Zukunft noch viel deutlicher stattfinden müsste, dass Handwerker, Landwirte etc. mit der sogenannten Arbeiterschaft auch gemeinsam demonstrieren und wissen, wenn die eigenen mehr Geld in der Tasche haben, dann ist es auch gut fürs Handwerk, ist es gut für die Läden, ist es gut für die Gastronomie, ist es gut für die Kultur, weil dann auch mehr Geld ausgegeben werden kann. Und ein solcher Unternehmer ist auch unser Weinexperte Reinhard Schubert, der unseren Wein hier immer betreut und betrachtet es auch als einen Beitrag für dieses Bündnis mit den Unternehmern, wenn wir jetzt ganz kurz nochmal einen Werbeblock für unseren Weinexperten einräumen. Ja, guten Tag, liebe Zuschauer und Weininteressierte. In früheren Beiträgen, wie nur viele Streiflichter, habe ich meine Beobachtung wiedergegeben, dass wahre Weinkunstwerke meist von sehr kreativen Leuten, von Querdenkern geschaffen werden. Im Jahr 2000 hatte ich das große Glück, 3 Tage lang in Berlin mit Mike Dobrowitsch zusammenzuarbeiten. Wir besuchten gemeinsam Fachhändler und Kunden in Restaurants und Hotels. Zwischendurch sitzt man im Auto und plaudert über Gott und die Welt. Der Kroate Dobrowitsch erzählte mir, dass sein Vater im Zweiten Weltkrieg mehr als 3.500 Kroaten jüdischer Nationalität über die Grenze nach Italien geschmuggelt und so vor dem sicheren Tod bewahrt habe. Als Einwohner der jungen Republik Südafrika erzählte mir Mike auch viel über das traurige koloniale Erbe und die aktuellen Probleme des Kontinents. Er sprach mit großem Hass über die Grausamkeiten der belgischen Eliten im Kongo. Die belgische Königsfamilie ist für beispiellose Verbrechen verantwortlich. Nun sollten die Nachkommen nicht in Sippenhaft genommen werden, das ist klar. Aber warum müssen die Kindeskinder eines solchen Verbrecherclans auch heute noch die höchsten Repräsentanten Belgiens sein? Mike äußerte auch große Verachtung für die Afrikapolitik der EU. Warum werden beispielsweise spanische und andere Fischereiflotten von Brüssel subventioniert, die den Afrikanern vor der Küste des Kontinents ihre Lebensgrundlage wegfischen?
Aber zurück zum Wein. Einer von Mike Dobrowitschs Spitznamen in der Weinszene war Mr. Sauvignon. Neben den Pflanzen im Loiretal und in Neuseeland werden vor allem die Sauvignons aus Südafrika geschätzt. Ein anderer Wein von Mike hat mich noch mehr fasziniert. Er hat die Rebsorte Chenin Blanc, auch aus dem Loiretal, auf völlig neue Weise entwickelt. Er baute den Riesling der Franzosen im Barrique aus. Der Stainer-Pout hat mich sofort beeindruckt. Während unserer gemeinsamen Reise haben wir unter anderem den Brandenburger Hof besucht. Das erste deutsche Hotel und Restaurant, das ausschließlich deutsche Weine anbot. Ich wollte nichts verkaufen, tatsächlich nicht, sondern nur den legendären Mike Dobrowitsch, Matthias Datan, dem damaligen Präsidenten der Sommelier-Union, vorstellen. Nachdem ich Mike im Hotel abgesetzt hatte, fuhr ich zur täglichen Kontrolle ins Büro. Auf dem Anrufbeantworter gab es eine Bestellung über 60 Flaschen Stainer Pout. Was ich mit dieser Geschichte sagen möchte, erstens, nur freidenkende Menschen wie Mike schaffen herausragende Dinge, und mit seiner Persönlichkeit hat er offensichtlich auch Herrn Datan so fasziniert, dass er von seiner Linie nur deutsche Weine anzubieten in diesem Fall abgegangen ist. Wir probieren jetzt einen Stainer Pout Jahrgang 22 vom Weingut Molderusch. Helles Gelb im Glas, vielleicht ein Hauch von Grün. Aromen vor allem von Zitrusschalen, frischen Birnen, reife Aprikose. Eine kernige Textur und die Säure fantastisch eingebunden. Den Wein können Sie käuflich erwerben bei Weinshop 24 aus Rehde. Vielen Dank, wenn es Anregungen oder Fragen gibt, bitte übermut's an mich. Auf Wiedersehen. Ja, auf Twitter Space, wenn ich richtig sehe. Und ich sehe, dass Arthur Zuhörer ist und Bijan ist Sprecher. Bijan, kann ich den Ton jetzt ausmachen an meinem Laptop? Ja, mache ich auch. Aber das wird irgendwie... Okay, dann gehe ich nochmal raus und wieder rein. Machen wir es so. Ja, gut, okay. Also, dann fragen wir mal in die Runde, ob es zu den bisher gesehenen und gehörten Fragen... Okay, dann gehe ich nochmal raus und wieder rein. Machen wir es so. Ja, gut, okay. Also, dann fragen wir gibt mal in die Runde, ob es zu den bisher gesehenen und gehörten... So... jetzt wollen wir mal hoffen, dass der Einlader dran ist, aber du kannst auch so sprechen, Bijan, wenn ich es richtig sehe. Und ich sehe noch keine Frage und habe auch, schaffen wir es wenigstens eine Postkarte zu schreiben, fragt Ritter ohne Furcht. Das ist
Eine gute Frage, natürlich schaffen wir das. Und das wäre dann auch per Mail möglich. Jetzt hoffe ich, dass wir irgendwie das alles hören. Hört mich jemand? Sagt mal jemand Hallo? Arthur, hörst du mich? Ich kriege jetzt, Arthur macht ein Zeichen, er hört mich. Aber ich schicke jetzt immer Co-Host-Einladungen raus. Jetzt kommt, ich muss jemand als Co-Host abmelden. Dann mache ich das mal als Co-Host den Frankie raus. Ist das okay? Und dann nochmal an Bijan rein. Ich versuche hier verzweifelt Co-Hosts zu generieren, schafft das aber nicht. Bist es du jetzt scheint funktioniert zu haben. Scheint, ja, jetzt bist du Co-Host, ja. Hervorragend, Dieter, vielen Dank. Und jetzt sehe ich den Arthur nicht mehr. Arthur ist Zuhörer, aber als Co-Host lade ich ihn auch nochmal ein. Vielleicht klappt das, jetzt ist er weg wieder. Na gut, also Bijan, du waltest deines Amtes als Co-Host. Haben wir denn schon Fragen? Arthur ist da, aber noch als Zuhörer. Die erste Frage kommt von dem Ritter. Ja. Kannst du sie vortragen? Oder kann sie sich selber melden und unmuten? Ich höre jetzt nichts. Bijan, sag doch mal was. Ich glaube, du sollst, musst was sagen. Also der Ritter ist jetzt Speaker, der könnte sich unmuten und seine Frage stellen, wenn er möchte. Ritter ohne Furcht. Habe keine Furcht. Ich habe bestimmt keine Furcht. Ich habe auch ganz, ganz viele Fragen im Kopf. Ich fand es gut, den Herrn Krenz heute mal zu hören. Die Postkarte, will ich kurz vorstellen, ist eigentlich der Versuch des kleinsten gemeinsamen Nenners irgendwie zu mobilisieren. Eine Postkarte an die UN, gerichtet mit einem persönlichen Friedensangebot, um die Feindstaatenklausel endlich mal zu torpedieren. Ich hoffe, beteiligen sich möglichst viele dran. Fragen, warum hat meine Generation niemand vertreten bei der ach so tollen Wende, hätte ich gefragt. Denn unsere Rechte wurden nicht vertreten von niemandem. Naja, wie das war ohnehin in dieser Wende, sind viele Interessen untergebuttert worden. Auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Osten wurden ja zu verlängerten Werkbank von deutschen, westdeutschen Konzernen gemacht. Und der Letzte, der sich dagegen in der Treuhand gewendet hat, war Dietrich Rohwedder, angeblich von der dritten Generation der RAF ermordet. Da gibt es aber mehr als Zweifel. Ich verweise ja immer auf den Krimi von Wolfgang Schorlau, der nachweist, dass da auch unser Geheimdienst seine Finger im Spiel hatte, weil ihnen der Rohwedder viel zu freundlich war, was DDR-Unternehmen anbetraf und dann von Birgit Breuel abgelöst werden sollte. Was dann mit dem Mord an Rohwedder auch passiert ist, warum da die RAF dritte Generation ein Interesse am Mord gehabt haben soll, bezweifelt jedenfalls oder fragt jedenfalls Wolfgang Schorlau in seinem sehr spannend zu lesenden. Das bei Herrhausen ja auch so. Ja, bei Herrhausen so ähnlich, genau. Da hat er am Rande auch etwas dazu geschrieben das jedenfalls sollte uns auch zu denken geben, weil vieles, was an kriminellen Handlungen vorgetragen wird, dann auch immer relativ schnell von unseren Medien so aufgegriffen wird, als sei der Islamische Staat eine vom Patentrecht geschützte Unterschrift. Und dann
sagen sie, ja, wenn der Islamische Staat die Schuld für das Attentat bei Moskau auf sich nimmt, dann war es wohl auch der Islamische Staat. Also das sind alles so Dinge, über die man zumindest seine Fragezeichen setzen sollte. Aber die Interessen, da waren wenige Interessen im Spiel während der Wende und auch einige Politiker der damaligen Konservativen DDR in der Übergangsregierung, wie zum Beispiel Peter Michael Distel, sagen, das sind eine Menge auch mittelständisch-unternehmerische Interessen und auch Arbeitnehmerinteressen untergebuttert worden. Also da bist du nicht ganz alleine mit unserer oder deiner Generation. Welche Fragen gibt es noch, Bijan? Ja, das war die erste Meldung. Jetzt kommen langsam mehr dazu. Und Wasser steckt den Stein, oder wie war das? Das weiche Wasser bricht Ritter, den Stein. Du warst nicht dran, Ritter, und du hattest dich auch ein bisschen aus dem Kurs disqualifiziert, indem du eine Forderung der Feinstaatenklausel gefordert. Das ist eine Forderung. Ja, tut mir leid. Also für sowas ist hier kein Raum. Selbstverständlich sind die Vereinten Nationen als Folge des Zweiten Weltkriegs gegründet worden und selbstverständlich sind die Verlierer des Zweiten Weltkrieges, die Faschisten, sind Feinde. Das ist etwas, was man nicht diskutieren muss. Dazu gibt es auch keine Meldung. Ja, wir haben aber für andere ernsthafte Fragen. Naja, aber sei nicht so hart und unerbittlich mit dem Ritter ohne Furcht. Der begleitet uns ja bei vielen. Spacey hat sich jetzt nochmal gemeldet. Vielleicht kann er das kurz klarstellen. Ja, also es können gerne Fragen hier reinkommen, aber keine revisionistischen Kommentare zum Zweiten Weltkrieg. Kann ja sein, dass er es anders gemeint hat. Wie schnell ist ein Missverständnis auf dem Weg? Ich sehe Arthur jetzt nicht mehr im Space. Aha. Und wer ist noch da? Arthur ist wieder Zuhörer. Jetzt sehe ich ihn, ja. So. Wollte Arthur was sagen? Ich habe seine Handzeichen jetzt gesehen. Noch nicht. Gut. Wer hat sich noch gemeldet? Welche Fragen gibt es noch? Ja, wir haben einige Kommentare auf YouTube. Aber nach den technischen Problemen am Anfang, lass mich doch einmal dir danken, Dieter, dass du uns dieses historische Ereignis verschafft hast, kurz nachdem wir zum ersten Mal im deutschen Fernsehen Putin am Sprechen hören, haben wir jetzt Egon Krenz, den, wie du es so schön betont hast, auch maßgeblich Mitverantwortlichen dafür, dass die Wende 89-90, dass die eben friedlich verlief, in der Sendung gehabt. Das war ein unglaublich spannender Beitrag von ihm. Heller Kopf, der auch ja, die geschichtsrevisionistischen Tendenzen, die es in der Bundesrepublik leider immer mehr gibt in Bezug auf die Sowjetunion, scharf kritisiert hat, an den Schwur von Buchenwald erinnert hat. Ich glaube, das ist ein Beitrag, der auch im Geschichtsunterricht verwendet werden könnte, Dieter. Also vielen, vielen Dank, dass du uns das möglich gemacht hast. In den Mainstream-Medien wird man Egon Krenz nicht finden. Im Ausland ist er sehr hoch angesehen, weil dieser Verdienst für die deutsche Wiedervereinigung, die dieser Mann eben geleistet hat, der wird leider, wie das häufig bei Deutschen wie Heinrich Heine und anderem auch so war, der wird im Ausland meistens mehr gesehen als in Deutschland selbst. Und wenn wir schon bei Heinrich sind, dann auch Heinrich Böll. Nein, der hat ja eine Stiftung in Deutschland. Ja, aber mit der Stiftung wäre er heute nicht. Das glaube ich auch. Eine Stiftung, die Leute unterstützt, die sich für einen Krieg gegen Russland einsetzen. Das hätte ihn, glaube ich, beschämt. Aber wir können jedenfalls zufrieden feststellen, die Linkspartei kommt nicht auf die Idee, mal eine Egon Krenz Stiftung zu bilden, sodass Egon Krenz sich nicht krämen müsste, auch über sein Ableben hinaus, wenn in seinem Namen
die Linkspartei wieder irgendwelche Händedrücke mit Zelensky austauscht, wie das geschehen ist. So, welche Fragen gibt es denn noch auf dem Chat? Wenn ihr wie Arthur das offensichtlich, der hat das jetzt auch geschrieben, Probleme habt, hier aufs Podium zu kommen oder auch in den Space überhaupt reinzukommen, dann schreibt uns doch bitte auf anderem Weg, gerne auch per E-Mail, dass wir das ein bisschen sammeln können, weil dann hat es vielleicht auch mehr Erfolg, wenn wir uns bei Twitter beschweren. Ansonsten wird uns ja immer vorgeworfen, es seien Verschwörungen und es gebe hier gar keine Diskriminierung bestimmter politischer Ansichten, aber offensichtlich, wenn jetzt mehrfach das hier der Fall ist, dass Leute nicht als Co-Host, ich habe es gerade selbst erlebt, hinzugefügt werden können und diese technischen Probleme in anderen Spaces irgendwie nicht vorkommen, dann ja, drängt sich doch der Verdacht auf, dass hier... Wobei ich da in diesem Fall ausnahmsweise mal Elon Musk etwas in Schutz nehmen muss. Ich glaube, dass es da einen Trick von Antideutschen gibt, bei uns ganz besonders, aber auch bei anderen reinzugehen. Wir haben das ja schon mehrfach festgestellt, auf YouTube wird gedrosselt, erheblich gedrosselt, bis zu 90% Reichweite gedrosselt und bei Facebook auch. Und bei Twitter, glaube ich, haben die einen Trick gefunden. Wir haben das ja auch immer wieder bei Umfragen. Wir haben übrigens eine Umfrage heute, das habe ich ganz vergessen. Es sind jedenfalls 73% der Meinung, dass wir keine blühenden Landschaften in dem Sinne haben. Und nur ein kleiner Teil hat den Beteuerungen der Regierung da gefolgt. Also die Umfrage hatten wir auch. Die haben wir vergessen, vorhin einzublenden, aber die haben wir jedenfalls gemacht und die war ganz schön. Ja, jetzt. Ja, mag sein. Ich hoffe, wenn das stimmen sollte, dass Antideutsche dafür verantwortlich sind, dass die sich andere Ziele aussuchen, weil vielleicht können sie merken, dass die größte Bedrohung für den einzigen jüdischen Staat auf der Welt, die geht gerade nicht von uns aus, sondern die geht von Ländern der NATO aus, die gerade versuchen, Israel das Selbstverteidigungsrecht abzusprechen, um zu verhindern, dass Rüstungspreise steigen, weil sie dort in der Region nachgefragt werden. Das ist offensichtlich der Grund, warum jetzt ein einmaliger Vorgang Kanada Rüstungsexporte nach Israel verboten hat und viele Abgeordnete im britischen Unterhaus das jetzt nun auch fordern. Eine Entwicklung, die man sich so kaum hätte vorstellen können. Eigentlich nur zu erklären... Moment, jetzt verstehe ich dich nicht ganz. Ich bin auch nicht dafür, dass man Waffen nach Israel liefert. Bin ich jetzt gegen das Selbstverteidigungsrecht? Also wenn du findest, dass Israel keine Waffen haben sollte, dann bist du... Keine Waffen geliefert bekommen. Wie stellst du dir denn vor, dass sie das Selbstverteidigungsrecht ausüben können? Das ist ziemlich einfach. Israel ist, mit den Worten von Carsten Montag zu sprechen, Atommacht. Richtig. Aber wir wollen ja, dass sie die nicht einsetzen müssen. Also ich meine, Deutschland trägt da... Nein, dass sie nicht einsetzen müssen. Nein, dass sie nicht einsetzen müssen, ist jetzt nicht die Frage, sondern es ist jetzt die Frage, dass sie Atommacht sind und ansonsten von außen eigentlich unangreifbar sind. Nur das, was sie gerade in Gazastreifen machen mit 30.000 Toten, vielen Zahlen, die nicht bestätigt Zivilisten. Das sind Zahlen, die bestätigt sind. Aber ich finde es sehr gut, dass die Russische Föderation und Israel über Atomwaffen verfügen, die Fortexistenz dieser Staaten auch sichert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in eine Situation kommen, wo das relevant wird, aber wir sehen es seit wenigen Jahren jetzt in Bezug auf Russland und vielleicht sehen wir es in Zukunft in Israel. Aber ja, wir müssen also dafür sorgen, dass diese Waffen niemals eingesetzt werden. Und das ist, warum keine deutschen Panzer in die Ukraine dürfen. Das kann man nicht, wenn man einer anti-israelischen Regierung wie der Regierung Netanyahu, die ihr eigenes Land in höchste Gefahren bringt, wogegen jetzt glücklicherweise auch Tausende von Israelis auf die Straße gehen, wenn man denen freie Hand lässt. Ich glaube, da ist wirklich Regierung alles dafür der nationalen zu tun. Einheit, wo auch alles dafür, wenn ich das alles gerade noch zu Ende sagen darf, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dem Regime Netanyahu Einhalt gebieten mit seinem faschistischen Finanzminister Smotrich und seinem Ben-Gvir. Der ist Finanzminister und fordert auch ein Genozid. Und dass wir die Klage von Südafrika unterstützen,
die israelische Regierung auf die Anklagebank zu setzen, vor dem Menschengerichtshof und dafür eintreten, dass die eben verurteilt werden, nicht nur wegen Apartheid, sondern wegen Völkermord. Also es ist eine nationale Einheitsregierung in Israel und die selbst in Zeiten äußersten Ausnahmezustands demokratische Rechte, die Versammlungsfreiheit zulässt und gewährleistet. Das hat unsere deutsche Bundesregierung sogar in vergleichsweise harmlosen Zeiten wie der Corona-Pandemie nicht geschafft, sondern hat Demonstranten niedergeknüppelt. Das sieht man auf den Straßen von Tel Aviv aktuell nicht. Diese Regierung irgendwie als faschistisch zu bezeichnen, ist natürlich lächerlich. Also, weil Dieter, sagt selbst, Faschisten haben noch nie Frieden mit Russland gefordert. Faschisten haben, glaube ich, auch noch nie eine Bewaffnung von Staates. Ich habe zwei Minister genannt, jetzt sollen wir aber nicht einen Dialog hier machen, zwei Minister genannt, die sich selbst als Faschisten bezeichnen. Also der Smotrich hat von sich gesagt, dass er stolz drauf ist, sich als homophoben Faschisten zu bezeichnen. Da möchte ich keinen Kommentar dazu abgeben. Er hat sich selbst so bezeichnet, also er nicht. Wir beide waren lange genug Mitglied der Linkspartei. Nein. Lass uns doch mal. Vielleicht können wir nicht Mitglied der Linkspartei ist, sondern in der SPD oder CDU als Faschist bezeichnet wird. Ich lege Wert darauf, einen eigenen Faschismusbegriff zu haben. Und wenn sich da jemand kann sich selbst bezeichnen, wie er möchte, das ist nicht die Grundlage meines Urteils. Gut, okay. Also haben wir einen erheblichen Dissens. Ich bin der Meinung, Smotrich ist ein Faschist. Ich bin auch der Meinung, dass Genozid etwas, jedenfalls nahe beim Faschismus ist und dass das gerade gegen die Palästinenser praktiziert wird. Also jedenfalls kann die britische Regierung, die verantwortlich war für ein Genozid in Indien, jetzt geht es nicht darum, dass wir hier unsere Dialoge aufführen, sondern jetzt geht es darum, dass auch andere zu Wort kommen. Und ich habe gesehen, dass sich auch hier jemand gemeldet hat, nämlich Dr. Demokratie. Dann hat die Demokratie das Wort. Dr. Demokratie, du musst dich anmuten. Oh, ich wollte gar nicht reden, das war aus Versehen. Ja. Ich wollte nicht zuhören. Ich höre dich nicht. Also ist das in der Demokratie manchmal, plötzlich redet man. Ja, irgendwie ist aus Versehen passiert, ich weiß nicht. Wollte gar nicht reden, ich wollte zuhören. Ah ja, gut, okay. Ihr seid gerade in so einer Diskussion, da möchte ich gar nicht reinplatzen. Ja, weil da ist nichts zu gewinnen in der Diskussion. Also ihr habt da zwei verschiedene Sichtweisen, die sich gerade nicht vertragen. Okay. Dann warten wir mal ab. Vielleicht ist da ja doch was zu gewinnen. Neue Erkenntnisse. Das ist schon so manchmal hier in dieser Sendung passiert. Was meine Verurteilung des israelischen Regimes anbetrifft, dafür bin ich jetzt zu alt. Aber gut. Das mag der Jugend vorbehalten sein. Was, ja, Dr. Demokratie? Ja, was zu sagen. Also, Bijan, ich mache mir, also jeder, der mit Israel so ein bisschen liebäugelt, oder, also eigentlich muss man sich um Israel Sorgen machen, weil die Politik, die sie gerade jetzt machen, geht gegen Israel selbst. Also, das, was da passiert, das wird Israel über viele Jahre belasten. Wenn du 2 Millionen Menschen traumatisierst, davon Zehntausende tötest, und wir reden von Kindern, Frauen, Menschen, die wehrlos sind, das sind nicht alles Hamas-Kämpfer. Damit wird Israel lange, lange Jahre leben und sehr gefährlich leben. Und das tut mir sehr leid für dieses Land und für viele Israelis, die da wirklich Schutz gesucht haben. Und ich glaube, Israel wird einer der gefährlichsten Länder sein, in denen du in den nächsten Jahren leben kannst. Und warum? Ja, wenn du 2 Millionen Leute, 2 Millionen Menschen traumatisierst, das wird über Generationen, wirst du das nicht rauskriegen. Wir haben das in Europa überall gesehen. Ich habe mal gerade gesehen in der Geschichte, was mit den Polen, mit den Tschechen, mit den Deutschen, mit Ungarn, wie die traumatisiert worden sind, dass da teilweise auch Genozide stattgefunden haben von einzelnen Landesteilen. Und das wirkt sich immer noch aus. Es ist traumatisch, was da passiert. Und es ist ein Riesenverbrechen, was die jetzige Regierung auch der israelischen Bevölkerung antut. Und für was? Für etwas mehr Gas, für etwas mehr Geld, für eine. Also, es ist unglaublich. Nein, hier werden jetzt unerträgliche antisemitische Klischees reproduziert. Es geht um die Befreiung von über 300 Geiseln. Es geht nicht um mehr Geld oder mehr Gas. Es ist tatsächlich einfach falsch, was du sagst, weil, wenn man es gründlich genug macht, so wie Deutschland, das über 6 Millionen Juden industriell ermordet hat, 27 Millionen Sowjetbürger ermordet hat,
dann muss man sich nicht fürchten, dass da irgendwie Rachegelüste aufkommen, sondern im Gegenteil, wir haben das große Glück, dass die Russen keine Rachegelüste gegen die Deutschen hatten, sondern immer wieder die Hand ausgestreckt haben, nicht nur der DDR, sondern auch der BRD und das bis heute tun, während Deutschland Panzer liefert, während Deutschland selbst versucht, hier faschistische Kräfte in der Ukraine zu stärken. Und das zeigt für mich, dass deine Sorge völlig unberechtigt ist. Also, naja gut, also deine Sorge ist insofern berechtigt, dass Deutschland auch an die israelische Regierung Minerva-Panzer liefert. Übrigens nicht Deutschland, sondern sie genehmigen die Ausfuhr von Rheinmetall an Israel. Und das alles fällt unter das, was Carsten Montag zutreffend vorhin als Rüstungsexport genannt hat. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass die israelische Armee stark genug ist, Israel zu verteidigen und dabei es nicht nötig ist, genau das, was eben Dr. Demokratie gesagt hat, Feindschaften und Feindseligkeiten zu schaffen, die noch in Generationen schwer zu einem friedlichen Zueinander und Miteinander zu bringen sind. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so das zentrale Thema. Ich gebe dir recht, Dieter. Natürlich ist Israel, was atomar bewaffnet ist, dazu in der Lage, jeden Krieg in der Region zu gewinnen. Wir wollen ja auch gerne, dass es möglichst mit wenigen zivilen Opfern funktioniert. Und Geiseln kannst du schlecht mit Atombomben befreien. Aber Geiseln kannst du auch nicht mit konventionellen Waffen befreien. Wenn die die umbringen wollen, bringen die die um. Also es ist die größte Gefährdung, weshalb die Eltern von diesen Geiseln auch auf der Straße gegen Netanyahu sind. Aber wenn du dann meinst, für diese Eltern vielleicht ein Lehrmeister zu sein, dass die nicht auf die Straße gegen die israelische Regierung gehen sollen, dann ist das dir unbenommen. Ich jedenfalls bleibe dabei, dass meine ganze Sympathie den Menschen gehört, die damals auf den Spuren von Yitzhak Rabin, der ermordet wurde von einem israelischen Fanatiker, für eine Zwei-Staaten-Lösung eintreten, soweit sie überhaupt noch möglich ist. Und dafür auch eine gewisse Zurückdrängung der Siedler, der aggressiven Siedler in Israel notwendig wird. Ich bin übrigens ganz froh, dass jetzt allmählich im deutschen Fernsehen, im offiziellen deutschen Fernsehen auch ein bisschen was dazu kommt. Das war ja am Anfang überhaupt nicht zu sehen. Und mir wäre auch ganz, ganz lieb und ganz wichtig, dass wir in den Ostermärschen für Waffenstillstand da und Waffenstillstand in der Ukraine eintreten. Ja, gibt es denn jetzt noch weitere Fragen hier im Chat oder Wortmeldungen, die noch aufzurufen sind? Wir sind jetzt schon 2 Stunden beieinander und haben, glaube ich, ein ganz gutes Packen bewältigt mit Carsten Montag, mit Klaus Weselski und seiner großartigen Grußadresse. Danke ich nochmal ganz ausdrücklich dafür, dass er uns auch gedankt hat bei Moz, dass wir die Ersten waren, die gleich solidarisch mit der GDL aufgetreten sind und mit vor allen Dingen Egon Krenz. Da hast du ja das Richtige dazu gesagt, Bijan. Das ist selten, dass man den sieht. Bei Talkshows so gut wie gar nicht. Und er hätte es wirklich verdient, mit seiner Nachdenklichkeit und auch seiner Selbstkritik dort zu Wort zu kommen. Ich finde, dass der Mann zeigt, dass es eben auch in der SED-Führung nicht nur solche Leute gab wie Mielke und Mittag und Honecker, die ich für ziemlich überfordert gefunden habe bei dem Aufbau eines neuartigen deutschen Staats. Und so, das lässt mich aber trotzdem nochmal fragen, sieht denn irgendeiner, siehst du Bijan, sieht Arthur noch irgendeine Wortmeldung? Arthur, wolltest du noch was sagen? Kannst du überhaupt was sagen? Sag du mal wenigstens Hallo. Ich wundere mich immer über die Technik hier. Na, scheinbar werden dissidente Stimmen wie Arthur Leier hier technisch blockiert. Ja, gut. Okay, dann wären wir ja eigentlich jetzt fast am Ende und gehen in einen Ostermontagmorgen, wo nochmal Ostermärsche sind, wo man hingehen kann, hingehen soll. Arthur ist traurig, dass er sich nicht melden kann, was da immer technisch läuft. Wir werden es noch rauskriegen. Das ist der Vorteil der Straße. Da haben sie es bisher noch nicht geschafft, das technisch zu verhindern. Arthur, deinen Wortbeitrag kannst du dann morgen auf dem Hamburger Ostermarsch halten.
Und die anderen, die vielleicht hier genauso wie Arthur betroffen sind und sich nicht melden konnten, auch ihr seid aufgefordert. Guckt nach, wo die Ostermärsche stattfinden und beteiligt euch lautstark an den Protesten gegen die, ja, faschistische, muss man fast sagen, Aufrüstungspolitik gegenüber Russland und den Versuchen, die wir auch hier im Space erlebt haben, die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs revisionistisch umzudeuten und umzukehren. Ganz kurz, Bijan, also ich weiß nicht, was du da revisionistisch jemandem vorwirfst, der für Frieden sich engagiert. Also du bist da ein bisschen voreilig mit deinen Urteilen. Auch wenn man sich für Israel Sorgen macht um Israel und die Zukunft von Israel, ist das nicht antisemitisch, sondern genau das Gegenteil. Also da bist du über, da schießt du ein bisschen über das. Dr. Demokratie, ich habe mich genau nicht gemeint, sondern dein Vorredner, der die Feindesklausel in der UN-Charta angesprochen hat. Kannst du ihn trotzdem gerade noch, vielleicht kannst du ihn gerade noch ausreden lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei der Feindesklausel ein Missverständnis vorliegt. Aber Dr. Demokratie, vielleicht fährst du nochmal fort. Ja, also ich meine, ganz ehrlich, ich bin froh, dass Russland sich so, also die eine Regierung hat, die sich sehr zurückhält und nicht auf das reagiert, was im Westen alles an Provokationen ist. Und da sind wir uns ja einig. Und ich würde mir von einer israelischen Regierung wünschen, die sich auch mehr zurückhält, auch für die Zukunft Israels selbst. Mir geht es um die Menschen in Israel, egal welcher Religion und auch in Palästina, wie immer du es nennen willst. Es wird da ein Krieg geführt gegen Menschen, gegen Zivilbevölkerung und das hat nichts Gutes. Das ist nicht gut für das Land, das es führt und ich kann nicht verstehen, wie du da, und die Geiseln, die werden nicht befreit, indem man sie kaputt bombt. Die Geiseln werden durch Diplomatie befreit und nicht durch dieses, was sie jetzt tun. Also da kann ich, das Israel verstehe ich nicht. Israel nenne ich das, Dr. Demokratie, das, was du Palästina oder wie ich das nennen möchte. Israel heißt das, so heißt es seit tausenden von Jahren. Palästina ist ein Name, den die Briten erfunden haben. Und wie du, also kann man glaube ich nicht abstreiten, die größten imperialistischen Verbrechen der letzten Jahrhunderte wurden von den britischen Kolonialisten und der britischen Krone begangen. Jens Reis hat sich gemeldet. Ja, guten Abend in die Runde. Also was der Dr. Demokratie meint, ist eigentlich mit kurzen Worten, man kann Unrecht nicht mit Unrecht beantworten. Es gibt eine Verhältnismäßigkeit und die sollte man im Auge behalten. Und das ist absolut aus dem Ruder gelaufen. Nee, ich finde, man kann... Ein Problem. Sorry, jetzt warst du kurz weg. Ja, ich hatte einen kurzen Anruf gehabt. Leider, mein Sohn ruft mich hier an, von 6 Meter Entfernung. Ja, und da muss man halt, was Dr. Demokratie meint, damit hat man natürlich auch... Jetzt bist du wieder weg. Ja, aber also Unrecht, wie die Operation Barbarossa, kann man durchaus mit der Stalinorgel beantworten. Das hat historisch ganz gut funktioniert. Und wer andere rationale Argumente nicht hört, der spürt dann manchmal die Einschläge aus der Stalinorgel. Die ist kaum zu überhören. Bijan, ich komme nicht ganz mit. Wenn zwei Länder, zwei Armeen gegeneinander kämpfen, ist das ein ganz anderer Vergleich, als wenn eine hochberufene Armee gegen eine Zivilbevölkerung Krieg macht. Also ich verstehe deine Vergleiche nicht ganz, aber na gut. Das sind deine Vergleiche. Also hochgerüstet war die Hamas am 7. Oktober unter anderem mit NATO-Waffensystemen, die sie aus der Ukraine bekommen hat, denen sie es geschafft hat, über 1000 Juden in Israel zu ermorden. Das ist der größte Genozid an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit den 70er Jahren gewesen. Und dass Deutschland daran beteiligt war, diese Waffensysteme an die Ukraine zu liefern, ist ein Verbrechen. Wir haben das schon sehr frühzeitig angeprangert. Und jetzt sehe ich eine Meldung von Jens Reis. Das scheint nicht zu funktionieren. Jens, kannst du dich unmuten? Ja, hört ihr mich? Jetzt höre ich dich. Ja, ich höre noch jemand anders sprechen. Keine Ahnung, ganz, ganz leise. Es tut mir erstmal leid, ich muss mich nur mal entschuldigen. Mein Sohn hat das zweite Mal versucht, das anzurufen über FaceTime. Sorry. Ja, hat er mich in meinem Telefon unterbrochen. Ihr könnt mich aber hören, ja? Ja. Gut. Ich höre noch irgendjemand anders sprechen, ganz, ganz... Red einfach los, wir hören niemand außer... Ja, so, und das nochmal
das, was Dr. Demokratie meint, das vergiftet natürlich das Verhältnis zwischen den Israelis und den Palästinensern Jahrzehnte. Ja, das war ja vorher schon immer die ganze Zeit. Und das ist ja im Prinzip, bewegt haben die Palästinenser wie ein Ghetto da, der Gazastreifen. Das ist eine absolute Katastrophe. Und das ist, macht die Sache jetzt einfach besser. Ja, ich sage immer diese Verhältnismäßigkeit. Ich habe also auch Bilder bekommen, die möchte ich gar nicht dokumentieren oder hochladen, die ich gesehen habe. Das ist absolut schrecklich. Es ist eine Unmenschlichung, die auf der Seite, natürlich auf der Palästinenser-Seite dann entsteht. Ein purer Hass. Ja, eine Frau auf so einem SUV hinten drauf. Und das ist eine Katastrophe, wenn man sowas sieht. Das kann man auf längere Zeit überhaupt nicht mehr reparieren. Das ist das, was die Demokratie meint. Dankeschön. Gut, dann sehe ich jetzt eigentlich, dass wir... Ivy hatte sich, glaube ich, noch gemeldet. Wer? Wer? Ivy ist auf dem Podium. Und normalerweise Ivy, meldet man sage. Sich, aber manchmal kann man das nicht, wenn man zum Beispiel am Computer zugeschaltet ist. Ivy, du hast das Wort, wenn du das wünschst. Okay, ja, ich bin am Computer zugeschaltet, deswegen vielleicht. Ich wollte auch nur noch mal sagen, das hat sich eben so angehört, als hätte der Konflikt erst am 7. Oktober begonnen. Das ist ja genauso ein bisschen wie Ukraine-Sprech. Und ich glaube, das ist halt nicht richtig. Und ab einem gewissen Punkt, weiß ich nicht, kann man da überhaupt noch rausfinden, wer ist der Schuldige, wer hat angefangen. Also ab irgendeinem Punkt sind es doch einfach nur noch Mütter, deren Kinder gestorben sind, Väter, deren Kinder gestorben sind, oder aus Kindersicht aus sind die Eltern gestorben. Und das ist, man weiß doch gar nicht irgendwie, wenn das ein Konflikt ist, der da schon so und so viele Jahre alt war, dann kriegst du doch nur noch einen Hass, weil jemand hat deine Mama umgebracht. So. Und so geht das doch immer weiter. Derjenige wird dann wieder die Mutter von jemand anderem töten. Und irgendwann ist es doch einfach egal. Also Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das müsste doch eigentlich jedem klar sein. Und mit sowas kommt man doch nicht weiter. Und man kann sich das doch auch bildlich vorstellen, wenn, keine Ahnung, in Köln meinetwegen Terroristen Anschlag machen in Hamburg. Hamburg antwortet dann darauf, dass sie in Köln das Wohnhaus zerstören, wo die Terroristen wohnen. Haben sie die Terroristen erwischt? Ja, vielleicht, aber sie haben auch noch ganz viele andere Familien erwischt. Entweder Leute, die selber gestorben sind oder keine Ahnung, da hat Bruder, Schwester, sonst wer von in dem Haus gewohnt. Wie wird derjenige auf Hamburg zu sprechen sein, wenn die Verwandten in dem Haus gar nichts damit zu tun hatten? So, was hast du geschafft? Du hast ein paar Terroristen getötet, aber vielleicht neue erschaffen. Ja, also das wollte ich nur mal noch mal kurz zu diesem Konflikt sagen, wenn man mich überhaupt gehört hat. Man hat dich sehr gut gehört, Ivy. Ja, also Hamburg vielleicht bombardieren. Das ist so die klassische Lösung. Wurde damals gemacht, so wie bei Dresden. Haben die Briten gemacht. Da sind so ein paar Menschen in Deutschland bei gestorben. Die Briten haben dem Sir Arthur Harris, Bomber Harris, dann 1992 eine Statue gewidmet. Bei der Einweihung der Statue war die Queen zugegen. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand drüber gesprochen hat, dass da so viele zivile Opfer zustande gekommen sind durch das Flächenbombardement. In Gaza passiert kein Flächenbombardement. Dort werden gezielte Schläge vorgenommen gegen Hamas-Stellungen, die leider eben auch in Krankenhäusern immer wieder vorzufinden sind. Und da wird jetzt von britischen Medien von einem Genozid gesprochen. Das ist natürlich absurd. Man kann den Konflikt sehr genau zurückverfolgen und das ist historisch auch gut aufgearbeitet. Ab wie vielen Menschen ist es bitte ein Genozid? Das kommt jetzt nein, drauf beim an. Genozid gibt es eine klare völkerrechtliche Definition. Es muss die Absicht vorliegen, eine ganze Bevölkerung auszulöschen. Und dazu zählt auch Vertreibung. Deswegen haben die Südafrikaner ja auch die Anklage gegen Israel geführt. Und der Genozid wird oftmals auch, also Völkermord wird oftmals auch inflationär gebraucht. Aber es ist sehr eng bei der Vereinten Nationen definiert. Man kann das auch übrigens googeln, die Definition. Und dann wird es ja auch mit Spannung verfolgt, wie da das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte dann eben weiter
läuft. Wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir aber gar keine Fragen mehr vorliegen. Ist das korrekt von mir so übersehen oder habe ich wieder technisch irgendwas Falsches gesehen? Dann können wir uns eigentlich verabschieden. Also wenn jetzt nicht Leute sich nicht melden konnten, weil sie am Computer waren oder nicht also sind, von uns gesehen werden konnten. Es sind ein paar Probleme, dabei, aber wir werden das dem Problem weiter auf der Spur bleiben. Nächsten Sonntag sind wir um 17 Uhr nur mit Twitter Space, nicht auf YouTube, wieder da. Und wir werden am Donnerstag dann den André Hunko hochladen. Also soweit ihr möchtet, werdet ihr ab Donnerstag ein Gespräch mit André Hunko sehen und hören. Und das werden wir dann auch in den Twitter Space am kommenden Sonntag einbeziehen. Unsere Spenden habe ich jetzt heute auch vergessen zu benennen. Ihr habt vielleicht noch das Spendenkonto und den Quellcode dazu, um uns etwas zu spenden. Denn, wie sagt Paul Brandenburg, immer so schön, Medien arbeiten für die, die sie bezahlen. Das ist leicht lakonisch gemeint, aber wir sind darauf angewiesen, so wie die anderen alternativen Medien auch. Eigentlich sind wir jetzt fertig und ich darf mich bei allen bedanken, die hier so rege dran teilgenommen haben und hoffe, dass wir dann auch noch mal in der nächsten Woche ein bisschen die einzelnen Videos sehen als Schnipsel und dann eben ab Donnerstag auch den André Hunko. Wenn ich das jetzt zu früh verabschiedet habe, dann gebt mir ein Zeichen. Ansonsten sind wir jetzt eigentlich am Ende und können in einen, zumindest hier in Mittelhessen, schönen Ostersonntagabend gehen und haben morgen nochmal Gelegenheit bei den Ostermärschen, vor allen Dingen in Hamburg, auch dabei zu sein. Alles Gute und dann würde ich sagen, brechen wir es jetzt ab.